ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमञ्जव उतोत इषवे नमः Gut, machen wir heute weiter mit den Yoga-Sutren bzw. mit den Erklärungen aus den Yoga-Sutren. Gestern haben wir über die Klesha gesprochen und hier ist eine der Sutras, die Nummer 10. Da steht, wie ich das gestern gesagt habe, man löst die Kleshas aus rückwirkender Reihenfolge. Von unten wieder auf und bewegt sich dann bis zur Quelle. Also die Quelle war die Avidya, Unwissenheit und so weiter. Schafft alle anderen Kleshas. Und wenn wir sie beseitigen wollen, müssen wir ganz unten dann anfangen und uns hocharbeiten. Technik, wie man das macht, ist auch über Meditation heißt es, Meditation, dass man diese Sachen, Verständnisse zerlegt, dass man weiß, worum es geht. Es ist halt eben diese innere Meditationsarbeit, um diese Kleshas aufzulösen. Weil, wie wir gestern gesagt haben, hat alles den Ursprung in seinem Bewusstsein und durch die Arbeit mit dem Bewusstsein kann man die auflösen. Zum Karma ist in einer weiteren Sutra folgendes gesagt. Jedes Karma hat auch seine Wurzel im Klesha. Also wenn die Kleshas oder die Verunreinigungen des Bewusstseins nicht wären, hätte der Mensch auch kein Karma angesammelt. Und die Karma, das Verhalten oder die Taten, die wir schaffen, sind dann wie Samen, die in der Zukunft Früchte tragen können. Gute Samen tragen gute Früchte und schlechte Samen tragen schlechte Früchte. Und als weiteres steht da, solange es die Wurzel gibt, wird es auch eine Frucht geben für bestimmte Situationen dann im Leben. Ist so zu verstehen, dass man eine Krankheit auch heilt, müsste man die Wurzel oder die Ursache der Krankheit beseitigen und dann geht die Krankheit von selber. Solange man mit den Symptomen kämpft, ist das eine Sisyphus-Arbeit sozusagen, wie es heißt, kann die Symptome kurzzeitig lösen, aber die Ursache ist nicht weg und die Krankheit taucht immer wieder auf, beziehungsweise irgendein Problem, Lebenssituation ist dem gleichzusetzen. Okay, aber heute sprechen wir dann mehr über die Yama- und Niyama-Prinzipien, die es im Yoga gibt und vom Patanjali beschrieben. Und anfangen müssen wir damit, weil wir gestern gesagt haben, Abhyasa, die ständige Übung und Übung mit Respekt, ohne Unterbrechungen, sich Mühe zu geben, damit wir in Yoga etwas erreichen. Und Vairagya, das nicht anhaften an Dinge und loslösen können. Also, dass man so die Dinge begreift, dass sie eigentlich keine Gegenstände sind, die ich mir wünschen soll oder begehren soll und solche Sachen. Und durch die zwei Dinge erreicht man dieses Chittavritti, Nirodha, das Nicht-Auftauchen von Gehirnvibrationen. Und weil es, wie wir gestern sagten, schwierig sein wird für manche Menschen, nur diese zwei Aspekte zu haben und zu praktizieren, sagte zum einen, gibt es auch das Mantra Om. Durch das Mantra singen kann man Vollkommenheit erreichen, kann man Erleuchtung erreichen und das Loslösen von bestimmten Tendenzen, von bestimmten Verunreinigungen des Geistes. Und aus dieser Schrift ist es so zu verstehen, dass alleine das Mantra Om auch reichen würde, um eben ganz hoch zu kommen, sich ganz weit zu entwickeln. Müsste man aber dementsprechend auch ernst praktizieren, seriös und sehr, sehr lange, beziehungsweise sehr, sehr oft.
manche Leute wird es gesagt, auch durch das Mantra kann man den eigenen Körper verlassen. Also mit Hilfe des Mantra-Singens kann man auf andere, soll man sagen, Bewusstseinsträger springen. Drum hat Patanjali Leuten auch vorgeschlagen, den achtfachen Pfad zu gehen. Also er hat diese zwei Prinzipien, Abhyasa und Vairagya, auf den Ashtanga-Marg oder den achtfachen Pfad unterteilt, wo an achter Stelle das Yama ist. Ethische Grundlagen, Yama ist so zu verstehen, Yamaraja ist der König des Todes. Yama auf Russisch bedeutet Grube. Es ist eben etwas, was Gefahr bergen könnte. Oder wenn ich halt diese Sache nicht befolge, werde ich mich in einer Grube oder Unglückssituation befinden oder in einer misslichen Lage befinden. Dann haben wir auf Stelle 7 das Niyama. Vielleicht schreibt man das woanders mit einem Y. Ich schreibe das mit J gerade. Niyama sind Prinzipien, zu denen wir später kommen, die man kultivieren soll. Also je mehr, desto besser. Also Vorschriftslinien, mit was man sich beschäftigen sollte im Alltag eines Yoga-Praktikers. Erst dann kommt an sechster Stelle Asana. Also das ist so, dass früher man die Menschen zuerst sittlich und ethisch irgendwie unterrichtet hat. Und nur solche Menschen wurden dann zu weiteren Yoga-Praktiken zugelassen, beziehungsweise bevor man nicht geprüft wurde, hat man kein Wissen über das Yoga bekommen. Danach, wenn der Körper dafür bereit ist, wenn der Körper gereinigt, wie wir gestern sagen, kann man zum Pranayama übergehen. Fünfte Stelle. Hier taucht das Yama schon wieder auf. Es wird auch unterschiedlich gedeutet, je nachdem von der Schreibweise. Weil auf Sanskrit wird das A oft doppelt geschrieben. Es könnte heißen, dass das Ayama ist. Also das hängt von der Schreibweise ab. Wie das auf Englisch umgesetzt wird als Schrift bzw. als Wort. Prana ist die feinstoffliche Energie, die uns umgibt, wie wir wissen. Und dieses Wort Yama oder Ayama hat folgende Bedeutungen. Entweder deutet man das so, dass das die Vertiefung der Atmung ist oder sich das Vertiefen in die Atempraktik. Zum anderen, weil Yama oder Yamaraja König des Totenreiches ist, heißt es, das ist das Aufhören der Atmung. Also wenn der Atem stillsteht, kann man dann die anderen Aspekte des Yoga gründen. Also das ist so eine Vorstufe, dass man den Atem zum Stillstehen bringt. Und das erreicht man eben durch so eine Praktik, wie wir am Morgen immer machen, zum Beispiel durch das Apanasati Hinayana. Im Endeffekt sollte die Atmung stillstehen und die ganzen Prozesse im Körper sollen komplett herunterfahren. So ähnlich wie dem Anabiose-Schlaf sozusagen. Dass man dann in die Meditation übertreten kann. Das Herz schlägt sehr, sehr langsam und man atmet, ja, ohne dass ein Mensch von außen das hören könnte oder wahrnehmen könnte oder sehen könnte, dass man atmet. Das ist ungefähr so zu verstehen, wir haben einen bestimmten Druck immer in der Lunge. Wenn wir das Zwerchfell runterziehen, schaffen wir Unterdruck in der Lunge, wir ziehen die Luft an. Wenn wir ausatmen, schaffen wir Druck, der mehr ist als der Umgebungsdruck, und so drücken wir die Luft raus. Beim Endeffekt oder in der vollkommenen Pranayama ist es so, dass der Druck in der Lunge dem Außendruck gleich bleibt und die Luft kann zirkulieren, ohne dass man atmet. So ganz, ganz geringe Teilchen der Luft können zirkulieren und die Luft tauscht sich aus und man sitzt da und meditiert sozusagen. Dann kommt als vierte Stufe, das Pratyahara. Pratyahara bedeutet folgendes. Heute haben wir so
eine Übung gemacht, so eine ähnliche beim Shavasana, wo wir gesagt haben, wir beobachten alles um uns herum. Zuerst haben wir das mit dem Hören gemacht. Hören jeden Geräusch, der um uns herum passiert oder zu hören ist. Und danach lenken oder drehen wir diesen Gehörsinn nach innen und hören in uns hinein und hören auf, alles um uns herum zu hören. Also hören nach innen. Wir lenken dieses Prinzip der Aufmerksamkeit, der immer nach außen gerichtet ist, lenken wir nach innen in uns hinein und hören nur unsere innere Welt. Genauso müsste man das mit dem Sehen machen, mit dem Schmecken, mit dem Fühlen, mit allen fünf Sinnen. Und in den Yoga-Schriften wird es verglichen mit einer Schildkröte. Wenn eine Schildkröte ihre Gliedmassen in den Panzer einzieht, so müsste ein Praktiker alle fünf Sinnesorgane in sich hineinziehen und praktisch nichts mehr mitbekommen, was um ihn herum passiert, und sich auf seine innere Welt konzentrieren. Das ist eben auch ein Schritt. Hara bedeutet Zentrum, wieder wie hier. Also man zieht alle seine Sinne in das Zentrum, also in sich hinein. Und geht sozusagen, grob gesagt, den inneren Weg oder den Weg, der nach innen gekehrt ist, immer weiter und weiter, bis man bei sich selbst ankommt. Also der Weg zum Gott und zu sich ist nicht der Weg, wo man nach außen gerichtet ist oder nach außen geht oder irgendwie in den Himmel guckt, sondern es ist der Weg nach innen in sich hinein. Das ist eben das Yoga, das man durch Meditation dann erreicht. Diese Selbsterkenntnis. Wenn man das dann geschafft hat, die Sinne auszuschalten von der Außenwelt und nach innen zu lenken, kann man zum Dharana übergehen. Dharana ist eine Konzentration. Man beginnt sich auf bestimmte Objekte konzentrieren. Bei den Shankarmas gibt es das Trataka. Beim Trataka konzentriert man sich auf eine Kerzenflamme. Zum einen ist es die innere Reinigung, Reinigung des Bewusstseins. Zum anderen sind es erste Übungen, um sich zu konzentrieren. Man kann sich natürlich auf jedes Symbol konzentrieren. Auf einen Stern, auf den Mond, auf seinen eigenen Schatten, schreiben die Yoga-Bücher. Wichtig, ihr habt irgendeinen Punkt, auf den ihr dieses starrend euch konzentriert und alle Gedanken dorthin lenkt. Weil das ist wieder das Wort Kon, heißt zusammen und Zentrum. Dass man seine Gedanken, die gestreut waren, auf einen Punkt konzentriert. Konzentrieren. Konus wie ja, Winkel sozusagen. Man kann im Späteren dann innere Symbole vorstellen. Man stellt sich die Kerzenflamme in der inneren Welt vor mit geschlossenen Augen. Man kann sich auf jeden Symbol konzentrieren. Auf eine Gottheit, auf Abbildungen von Gottheiten kann man sich konzentrieren in der inneren Welt, wenn man sich die vorstellt. Man kann sich auf ein Mantra auch konzentrieren, auf die Vibration. Und wenn ihr euch während der Shavasana auf eure Atmung konzentriert oder in der Früh bei Pranayama, dann ist bei jedem von euch so, auch bei mir, dass man einen bestimmten Bruchteil von Sekunden oder einige Sekunden die Konzentration halten kann und kommt ein Gedanke, ich komme aus der Konzentration raus und denke an irgendwas anderes. Ich erinnere mich wieder hier, ich mache eigentlich Pranayama, ich konzentriere mich auf was. Man konzentriert sich wieder, denkt wieder an die Atmung. Dann kommt der nächste Gedanke und so ist es fortwährend während der ganzen eineinhalb Stunde, die wir sitzen. Die Übungen machen wir deshalb, damit diese Abstände mit der Zeit immer länger werden und diese Lücken, wo andere Gedanken da sind oder die Gedanken mich stören, immer kürzer werden. Bis wir dann fortwährend auf die Atmung und nichts als die Atmung sehen und nichts als nichts anderes, also die Gedanken brechen diesen Prozess nicht mehr ab. Das ist eben die Übung oder das Training, das man sich erst aneignen soll, antrainieren soll. Und diese lange Konzentration ohne Durchbrüche heißt dann Dhyana. Dhyana wird in russischen Büchern aus Sanskrit übersetzt als
Betrachtung, also die innere Betrachtung, hier Konzentration, Dhyana Betrachtung eines Gegenstands, eines Mantras, einer Gottheit. Und wenn man das dann schafft, auch wenn man die eigene Atmung jetzt länger beobachtet und man in das vom Dharana schon ins Dhyana übergeht und die Konzentration auf die Atmung fortwährend und sehr lang ist, passiert es oft spontan, meistens passiert es spontan, vor allem am Anfang, dass man diesen Bewusstseinssprung erreicht. Samadhi ist die höchste Stufe, die man dann erreichen soll. Durch diese fortwährende Meditation oder Konzentration auf einen Punkt, wie wir gesagt haben, schaffen wir das, dass wir von einem Körper, von einem Bewusstseinsträger auf den anderen springen. Entsprechend müssen wir uns dann wieder konzentrieren, bis wir auf einen noch feineren Körper springen. Und so gibt es viele, nicht viele, sondern einige Stufen von Samadhi. Man geht praktisch tiefer und tiefer in sich hinein. Und bei den ersten Schritten von Samadhi, das ist auch noch nur kurz zum Erzählen, ist es so, dass man eine Bija hat, einen Kern oder einen Gegenstand, auf den man sich noch konzentriert und so das Samadhi erreicht. Und in tieferen Stufen oder Ebenen des Samadhi, da hat man dieses Bija oder diesen Gegenstand auch nicht mehr. Also das Sabija ist mit dem Kern oder mit dem Objekt und Nirbija ist ohne das Objekt, ohne Kern. Man löst sich praktisch in selbst auf. Es gibt kein Objekt, das man betrachtet, es gibt nur noch das Bewusstsein. Und das Bewusstsein nimmt sich selber wahr, sozusagen als Objekt. Da verschwinden alle Grenzen, alles löst sich auf und man nimmt die Realität dar. Und man sieht sich selber, wie man ist. Das ist eben das, was wir gestern gesprochen haben, dieses Svarupa Avasthanam, sondern man bedeutet, man sieht seine himmlische und göttliche Form wieder. So. Mithilfe von diesen Samadhi-Zuständen. Und wie ihr seht, ist es eine ziemlich lange Leiter, die man jahrelang gehen kann. Wenn man von Pranayama spricht, man braucht circa, erfahrene Yogis sagen darüber, man braucht 5 Jahre, um in Pranayama irgendwas zu erreichen oder Vollkommenheit zu erreichen. Würde es, bis man zu den anderen Techniken kommt, noch länger sein und noch anstrengende Praxis. Wie gesagt, und wenn man das dann einmal geschafft hat, dann ist es leichter, diese Stufen zu überwinden. Und man springt dann 2, 3 Dinge, Stufen über sozusagen, man kennt sich dann aus. Aber am Anfang ist es schwer, diese Grenze durchzubrechen. Okay, das ist kurz zu dem achtfachen Weg, den Patanjali beschrieben hat, wie man zum Samadhi eigentlich kommt. Und diese Samadhi, diese Vereinigung ist dann das eigentliche Yoga, wo man mit dem kosmischen Universum verbunden ist. Und Asana, wie wir sehen, ist nur eine Vorstufe, weil man hier schon ziemlich viel Energie aufbaut, auf den oberen Stufen, muss im Vorfeld Yama-Niyama ausgeübt werden. Yama-Niyama ist aber eine Praxis, es ist nicht so, dass man es gelernt hat, man hat es abgeschlossen. Es ist eine ewige, lebenslange Praxis, die man ständig perfektionieren soll, wie man auch andere Praktiken und andere Stufen ständig perfektionisiert. Auch Asana, Pranayama, Pratyahara. Und wie gesagt, Patanjali schreibt über die Asana nur einen Satz. Asana ist eine gerade, bequeme Haltung. Und mehr nicht. Und dann beschreibt er andere Sachen. Gut, okay. Zu diesem Schaubild oder zu diesem Teil. Gibt es irgendwelche Fragen bei euch? Mach mal weiter mit Yama und Niyama generell, weil die kann man jetzt auch zerlegen. Wir haben 5 Yama-Prinzipien und 5 Niyama-Prinzipien. Was glaubt ihr, warum es wichtig ist, bestimmte Grundsätze oder Prinzipien zu befolgen und bestimmte Richtlinien? Jetzt speziell im Yoga. Wir haben... Okay, na, ich lasse euch sprechen. Ja, damit man nicht den falschen Weg geht vielleicht. Also, so den göttlichen Weg wählt und nicht den... Dämonisch. Okay, warum noch? Ja. Ich denke, das Universum besteht aus Prinzipien und Prinzipien halten Dinge in der Balance. In Ordnung. Okay, gut, guter Beitrag. Noch was?
Wir haben ja überall Regeln sozusagen, wir haben auch Verkehrsregeln, und wenn wir die Verkehrsregeln nicht einhalten und ich denke mir, ich weiß alles besser und fahre auf der falschen Straßenseite, dann kommt es auch zu nichts Gutem. So ähnlich auch im Universum gibt es die objektiven Gesetze des Universums, und wenn man sich nicht daran hält, kriegt man eine bestimmte Antwort vom Universum und holt sich Beulen ständig. So auch im Yoga. Das wichtigste Prinzip folgt aber deshalb, weil man durch das Yoga zusätzlich Energie, vor allem durch das Pranayama, sich zusätzlich Energie aufbaut. Und wenn man schon im Vorfeld schlechte Tendenzen, ja, mit Tendenzen meine ich ja Gewohnheiten, Abneigungen hatte, diese zusätzliche Energie ist dann wie Treibstoff, dass man diese falschen Begierden und falschen Gewohnheiten noch mehr auslebt und sich noch mehr negatives Karma ansammelt. Oft wird ein Beispiel vom Ravana erzählt, der auch nicht ganz sittlich und ethisch sich verhalten hat. Das war ein Dämon, der offensichtlich auf die Erde entweder mit einer Armee oder alleine heruntergekommen ist aus anderen Planeten und hier ziemlich viel Übel veranstaltet hat. Vom Ravana schreibt man so, dass er auch viel in Yoga erreicht hat. Er hatte zwei Brüder, mit denen sie Yoga praktiziert haben. Nur hatte das Yama und Niyama nicht ganz und zu Ende angeeignet und ist eben seinem Ego nachgegangen. Er wollte der Stärkste, der Beste und der Schönste offensichtlich auch sein und hat dann durch bestimmte Rituale seinen Kopf immer dem Gott Brahma geopfert. Er hat ein Feuer gemacht, hat sich über dem Feuer den Kopf abgeschlagen, ist wiedergeboren, hat sich wieder den Kopf über dem Feuer abgeschlagen zu Ehren Brahmas. Und er hat es dann so oft gemacht, bis Brahma vor ihm erschienen ist und hat ihm gesagt, was willst du denn eigentlich, was willst du damit erreichen? Ich habe genug von deinen Opferritualen, weil wie ich sagte, die Götter spüren auch alles, was wir veranstalten. Und dann hat Ravana zu ihm gesagt, ich will unsterblich werden und egal wie oft man mir den Kopf abschlägt, es soll wieder ein neuer nachwachsen. Und er hat gesagt, keines der Halbgötter, er hat auch viele andere Wesen genannt, sollen mich töten können. In seinen Ambitionen hat er aber nicht den Menschen erwähnt, weil er gedacht hat, in seiner Stärke würde nie ein Mensch ihn besiegen können. Und hat alle Lebewesen aufgezählt, die für ihn eine Gefahr darstellen könnten, außer dem Menschen, und hat dann seine Unsterblichkeit bekommen. Mit dieser Kraft und mit diesen Möglichkeiten hat er dann viele Planeten, Universen eingenommen. Und war so praktisch ein Sternenpirat oder sowas, so ein kosmischer Pirat. Bitte? Ein Eroberer. Ja, genau. Ein dunkler Eroberer, der alle bezwungen hat und zu seinen Gunsten. War offensichtlich auch ein Frauenheld, hat Frauen gestohlen. Und als er hier auf der Erde sein Unwesen getrieben hat, hat er auch die Frau von Prinz Rama, die Sita, auch entführt und nach der Insel Sri Lanka gebracht. Und sie dort in Gefangenschaft gehalten. Dort versuchte er ihr näher zu kommen, aber dass sie eine reine Persönlichkeit war, hat sie ihm sich auch nicht hingegeben. Und da Rama, Gott Vishnu, in menschlicher Gestalt war, konnte er in menschlicher Gestalt letztendlich den Gott Ravana besiegen. Man musste halt Vishnu als den kosmischen Polizisten oder so, den kosmischen Ordnungshalter rufen, dass er eben dieses Problem auf der Erde beseitigt. Das ist eins der Beispiele, was oft erzählt wird, was passiert, wenn man Yama und Niyama nicht befolgt. Das ist aber etwas jetzt mythisch und alt hergeholt oder weit hergeholt. In der unseren Welt würde es solche Beispiele geben, wenn man sehr viel Energie aufgebaut hat durch das Yoga und zum Beispiel einer steigt durch den Bus auf den Fuß oder so und ihr habt mit eurer ganzen Energie, ihr habt Wut ausgeschüttet oder Ärger über diesen Menschen, habt ihn mit Wut angeschaut. Und das kann man sich so vorstellen, ihr habt über die Augen sehr, sehr viel Energie an diesen Menschen abgegeben. Wütende Energie, wütende Vibrationen. Und der Mensch, der vielleicht das aus Versehen gemacht hat, kann mit diesen Energien nichts anfangen. Und macht vielleicht irgendeinen Fehler dann oder Blödsinn und läuft über die Straße und ein Auto fährt ihn zusammen. Das ist so gesagt. Man muss sich schon dann die Energie kontrollieren können und mit der Außenwelt, mit der Realität richtig umgehen können.
Ein anderes Beispiel wäre es dafür oder Vergleich, so Menschen, die wo von der Alkoholsucht betroffen sind, die haben oft auch kein Geld, um diese Sucht zu befriedigen. Wenn man ihm jetzt, keine Ahnung, jeden Tag 100 Euro gibt, würde er sie für nichts Gutes auch ausgeben. Und so ist ein Mensch, der ein geschmackloses Leben führt, sozusagen seine Energie verschwendet für irgendwelche niederen Begierden und Instinkte. Wenn er diese zusätzliche Energie bekommt, dann würde er sie auch so verschwenden. Und die Leute sind in ihren Möglichkeiten dann so eingegrenzt, zum Beispiel die, wo jetzt dieses ein schlechtes Leben oder falsches Leben führen, die müssen jetzt ein, zwei Tage warten, bis etwas Lebensenergie aufgebaut ist, dann können sie sie wieder verschwenden. So diese Abhängigen, und es ist ja nicht nur halt Sachen wie Drogen und Alkohol, was abhängig macht, sondern bestimmte sexuelle Triebe und andere Sachen, die zur Perversität dann sich verwandeln. Das ist dann auch so, dass man seine eigene Lebensenergie verbraucht dafür, die muss aber erst aufgebaut werden. Und die bauen etwas Energie auf, verschwenden sie, bauen etwas Energie auf, verschwenden sie und sind deshalb ständig erschöpft und ausgelaugt. Durch das Yoga werden sie zusätzliche Energie, wie ich schon sagte, ansammeln können und in diesen niederen Instinkten diese Energie verbrauchen. Das würde ihrer eigenen Welt nicht gut tun und sie würden der Außenwelt auch nichts Gutes tun, weil sie halt sich falsch benehmen. Deshalb hat man das in früheren Zeiten bewahrt, oder man bewahrt es eigentlich immer noch, die richtigen Techniken und Praktiken, wo man sehr viel Energie aufbaut, so richtig starke Pranayamas, da müsste man den Lehrer eine sehr lange Zeit kennen und sich seit Jahren bewähren, dass man würdig ist, diese Energie zu bekommen, beziehungsweise diese Technik zu bekommen. Also das geht ab 5 Jahren und dann aufwärts, weil die ersten 5 Jahre, das ist eigentlich die Probezeit, ob man sich im Yoga bewährt, ob man dabei bleibt. Das sind die ersten Jahre, wo die meisten dann das Yoga wieder verlassen. Aus dem Grund, weil man den Tapas erschöpft hat, den man aus der Vergangenheit mitgebracht hat, und man hat keinen neuen in diesen 5 Jahren angesammelt, und die Lebenssituationen ergeben sich dann so, dass man entweder keine Lust mehr hat oder keine Zeit mehr hat oder keine Möglichkeit einfach mehr hat zu praktizieren. Deshalb ist ein Ratschlag, den ich sehr oft gehört habe und beherzigt habe, dass ihr das, was ihr erlernt in Yoga, egal ob das die allerersten Anfänge sind, auch versucht an Menschen weiterzugeben. Weil jeder, der zu euch in die Stunde kommt oder in eure Gruppe kommen wird, wird eine kleine Stufe niedriger sein. Und auch wenn ihr selber Anfänger seid, werdet ihr immer noch diesen Menschen etwas geben können, die ein bisschen weniger wissen als ihr. Und nach entwickelt man sich selbst weiter und auch schneller, wenn man das anfängt selber zu unterrichten. Das ist der Sinn dabei und auch ein Ratschlag, wenn ihr länger im Yoga bleiben wollt und etwas erreichen wollt. Dazu ist Folgendes zu sagen: Es reicht irgendwo ein kleiner Raum und 3, 4, 5 Freunde, und man kann schon damit anfangen. Man muss jetzt keine 3-jährige Ausbildung durchmachen oder irgendwie denken, jetzt muss ich selber für mich erst was erlernen oder gut werden, weil dann kann ich erst den Menschen geben. Egal auf welcher Ebene ihr jetzt gerade seid und ihr Leute einlädt, zu eurer Yogastunde zu kommen, werden Leute immer kommen, die etwas von euch auch mitnehmen. Wenn es Menschen, wenn zu euch Menschen kommen, die zum Beispiel jetzt schon im Spagat sitzen, seit mehreren Jahren, ihr das aber noch nicht habt, ist es trotzdem so, dass sie von euch über Philosophie was lernen können. Das sind trotzdem Leute, das sind trotzdem eure Schüler sozusagen. Also scheut nicht davor und sucht nach Möglichkeiten, vielleicht, dass es in ein paar Monaten oder Jahren auch so etwas für euch ergibt. Ihr sollt auch nicht gleich eure Arbeit hinschmeißen oder die anderen Tätigkeiten. Die Übergänge sind immer fließend und langsam zu tun. Ich kenne sehr viele Leute, die einer Arbeitstätigkeit nachgehen im normalen sozialen Leben und führen 1 bis 2 Mal in der Woche eine kleine Yoga-Gruppe. Und wie gesagt, wenn es 3, 4 eurer Freunde sind, das ist für Anfang ganz genug. Also ihr werdet 2, 3 Jahre daran arbeiten müssen, damit ihr selber eine Gruppe, die größer als 10 Leute ist, von euch selber findet und aufbauen könnt.
Was anderes ist, wenn ihr zu einem in einen Yoga-Club geht und eine Yogaschule, wo jemand anders für euch die Leute findet. Dann könnt ihr vielleicht in den ersten Jahren auch 20 Leute unterrichten, aber die Gefahr besteht darin, dass die Energie der anderen Leute euch in der ersten Zeit erdrückt und die Begierden und Gewohnheiten anderer Leute so auf euch wirken, dass ihr halt auch nicht lange dabei sein werdet. Deshalb sagt man, das ist der Schutz vor den Energien der anderen. Es gibt oben diese Filter, die die Leute für euch rausfiltern. Und ihr bekommt nicht mehr an Besuchern oder an Schülern im Grunde genommen, als ihr selbst auch tragen könnt. Deshalb fangen Leute an und führen, wie gesagt, kleine Gruppen die ersten 2-3 Jahre. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber jetzt müssen wir zum Yama und Niyama kommen. Das erste Prinzip heißt Ahimsa. Fangen an mit Yama. Also das Prinzip ist ungefähr verstanden, warum Yama und Niyama wichtig ist. Warum es wichtig ist, diese Regeln zu befolgen. Folgendes ist noch zu sagen. Um das Yama zu praktizieren, braucht man eine Gesellschaft oder eine Umgebung um sich herum. Für Ahimsa, um das zu praktizieren, braucht man zumindest irgendein Hasen oder ein kleines Tier, weil Ahimsa bedeutet nicht schaden. A ist die Verneinung und Himsa bedeutet schaden. Ich schade keinem Lebewesen, ich füge keinem Schmerz und Leid zu, dementsprechend darf ich auch mir nicht schaden und meinem Körper auch keinen Schaden und Leid zufügen. Natürlich fängt es an bei einer vegetarischen Ernährung, weil Schaden bedeutet nicht nur Schmerz und Leid, Schaden bedeutet, wenn ich die Evolution eines anderen Menschen oder Tieres oder Insekten oder anderen Lebewesens unterbreche oder stoppe. Eben durch Mord oder Totschlag oder irgendwie andere Sachen. Ja. Ich bin Koch und ich muss halt Fleisch zubereiten. Wie ist denn das dann? Da sammelst du auch dieses Karma an. Okay. Ja. Bei diesem Prinzip muss man noch sagen, dass in den Veden es so steht, der, wo den Mord in Auftrag gibt, zum Beispiel an der Kuh, wenn es um eine Kuh geht oder ein Schwein, ist beschuldigt daran. Der, wo die Kuh dann schlachtet und zerteilt, ist schuldig daran. Der, wo das Fleisch transportiert, ist mitschuld. Der, wo das Fleisch zubereitet, ist mitschuld. Und der, wo das Fleisch isst, ist auch mitschuld. Also die ganze Kette, alle tragen die Verantwortung für diese Lebewesen, die dann, du kannst ja vielleicht Koch in einem vegetarischen oder veganen Restaurant werden, das ist ja, hängt alles von dir ab. Es ist auch noch so, folgende Beispiele gibt es noch für dieses Schaden hinzufügen, wenn jemand sitzt und meditiert, er entwickelt sich weiter zum Beispiel. Und ich renne rein in den Raum mit einer Gitarre und spiele ganz laute Musik, dass ich seine Meditation unterbreche, ist es auch Himsa, also Schaden. Ich bremse ein bisschen etwas seine Evolution und er kann bestimmte Sachen nicht erreichen. Oder jemand liest, bildet sich fort und so und ich unterbreche seinen Prozess. Das ist auch Himsa. Also das Nicht-Schaden hinzufügen anderen Lebewesen nach. Weil man eben auch bestimmtes Karma dadurch ansammelt und wenn ich ständig mich in die Leben anderer Wesen einmische, wenn ich das Leben störe oder sogar beende, muss ich damit rechnen, dass sich ständig jemand auch in mein Leben einmischen wird, einfach dem Karma nach. Das passiert schneller als man denkt, das passiert überall und sind halt die objektiven Gesetze, wie wir gesagt haben. Okay, damit fängt alles an, also mit Yama und mit dem Prinzip Ahimsa. Es steht auch in einer bestimmten Reihenfolge aus einem bestimmten Grund. Also die werden jetzt nicht vertauscht, diese Prinzipien, sondern er hat sie speziell so aufgelistet. Patanjali war ein sehr, sehr kluger Mann, der die Sutren, wie gesagt, ein riesiges Wissen, einen großen Umfang komprimiert hat in diese Sutren. Und das heißt, man kann die Sutren nicht verstehen, wenn man die anderen Bücher nicht kennt. Weil da sind Querverweise, genau. Weil die Sutren, man muss sie sehen wie Querverweise auf andere Schriften. Und wie gesagt, wenn man die anderen Bücher nicht studiert hat, weiß man oft nicht, worum es geht dann bei den Yoga-Sutren.
Hier, wenn man diese vollkommene, diesen vollkommenen Frieden und Gutherzigkeit erlangt hat, beziehungsweise Perfektion in Ahimsa, werden alle Lebewesen um mich herum friedfertig und kein Schaden wird keinem anderen zugefügt. Also diese Prinzipien, wenn man sie kultiviert hat, strahlen auch auf andere. Das passiert dann so, dass zum Beispiel wilde Tiere dann friedlich werden und Heilige nicht angreifen dafür. Weil ihr Ahimsa ist so kultiviert, dass sie sogar alle Lebewesen um sich herum friedfertig machen. Und es ist Frieden dann um so einen Menschen herum, Ruhe und, wie soll ich sagen, er strahlt eben dieses Ahimsa richtig aus. Vom Buddha gibt es in Jataka so ein Beispiel, als ein Räuber ihn überfallen wollte, ein Straßenräuber, hat es auch nicht übers Herz gebracht, weil die Energie Buddhas, sein Ahimsa, hat auf ihn so gewirkt, dass er später sein Schüler geworden ist und aufgehört hat, Menschen auszurauben oder umzubringen oder sonstige Sachen. Wenn es dann in eurem Umfeld noch passiert, dann muss man sich dann im Klaren sein oder logisch denken, dass ich das noch nicht ganz erreicht habe. Also ich muss es weiter kultivieren, wenn mich ein wildes Tier anfällt oder ein wilder Mensch oder sonst wer, dann muss ich weiter üben, dann muss ich weiter Yoga praktizieren. Zweites Prinzip ist Satya. Satya bedeutet Wahrhaftigkeit. Oder ich sage ständig die Wahrheit, ich halte mich an der Wahrheit komplett. Beim Satya geht es um Wahrhaftigkeit, um Ehrlichkeit und um Richtigkeit. Also Satya-Yoga gibt es, das goldene Zeitalter wird Satya-Yoga genannt. Dann gibt es hier noch ein Wort, das heißt Rita. Von dem Wort Rita stammen die Wörter Rhythmus, Riten, gibt es auch, Bräuche und Riten. Rita ist, sind die kosmischen Vibrationen und Rita ist auch ein Wort für Wahrheit. Satya ist ein Wort für Wahrheit und Rita ist ein Wort für Wahrheit. Hier ist aber noch ein kleiner Unterschied, jedoch beim Satya ist es die wohlwollende Wahrheit. Wenn ihr zum Beispiel gefangen genommen wird, und man sagt, angenommen, wenn es ein Kriegszustand ist, und sagt, du musst jetzt über die Stellungen aller deiner Soldaten uns alles berichten und alles preisgeben. Wenn ich ihnen die Wahrheit sagen würde, den Feinden sozusagen, würden alle meine Freunde dann umkommen, die würden sie umbringen. In diesen Fällen darf ich so lügen oder die Menschen täuschen sozusagen. Beim Rita müsste ich komplett die Wahrheit sagen, so wie es tatsächlich ist. Ein anderer Grund, warum man nicht lügen soll, jeden von uns umgibt eine bestimmte Energie. Und diese Energie, der Mantel, ist bei einem so gefärbt, beim anderen so gefärbt, manchmal ist er dichter, manchmal ist er nicht so dicht. Und wie durch ein Prisma alles gebrochen wird, die Lichtstrahlen und so, ist es so, dass unsere Energie auch alles bricht, was wir in der Außenwelt sehen, hören. Und dann gibt es Menschen, die sehr oft lügen und sehr viel lügen. Wenn sie dann die Wahrheit hören, sehen sie da eine Lüge. Also sie nehmen die Wahrheit als Lüge auf und die Lüge nehmen sie als Wahrheit auf. Bei den Menschen steht alles auf dem Kopf. Wenn man diesen Menschen helfen will, meinen sie, man will denen schaden. Und spucken einem ins Gesicht sozusagen. Das ist alles darum, weil der Mensch sich selber mit solchen, mit so einer Brille sozusagen oder mit so einer Energie durch seine Gespräche oder durch seine Wörter umgibt. Man müsste das als Praxis so umsetzen, dass man erst überlegt, was man sagt und das Gesagte maximal der Wirklichkeit oder der Realität anpasst. Dass man nicht solche Sachen sagt, ich komme morgen um 4 Uhr, sondern man sagt, ich versuche um 4 Uhr da zu sein. So manche Beispiele. Weil wenn man dann um 10 nach 4 kommt, dann war das auch schon wieder eine Lüge aus dieser Sicht, weil ich bin nicht um 4 gekommen. Andere Sachen, die man den Menschen verspricht, sollte man auch ganz vorsichtig sein, um eben diese Brille, die alles verzehrt, reinzumachen.
Und wenn man darin Vollkommenheit erreicht hat, heißt es, solche Menschen können die Zukunft voraussehen. Weil sie haben jetzt schon in der Vergangenheit gelernt, ihre Sprache, also den Rhythmus des Kosmos anzupassen oder der Realität anzupassen. Und wenn das Gesagte zu 100% der Realität zutrifft, kann dieser Mensch voraussagen, treffen oder beziehungsweise etwas sagen, was auch tatsächlich eintreffen wird. Seine Wörter haben dann ein bestimmtes Gewicht. Die Wörter von Lügnern haben kein Gewicht. Das geht hier und dort raus, man spürt keine Energie dahinter. Aber wenn ein Heiliger dir was sagt, es wird mit dir so und so kommen und es wird morgen das und das sein, dann geht es tief in das Innere, dann verherzigt man das auch viel schneller. Und man hat in den früheren Zeiten, also so Verfluchungen, sage ich mal, von Heiligen sehr gescheut, weil man gewusst hat, wenn das ein hochentwickelter Mensch ist, wenn das ein langjähriger und erfahrener Praktiker oder Meister ist, wenn er irgendwas ausspricht, dann muss man sich dafür bewahren, dann wird es wahrscheinlich auch so eintreffen. Vom Durvasa ist auch ein reisender Yogi sozusagen oder ein reisender Mensch, der viele Welten, viele Dimensionen bereisen kann. Da gibt es ein anderes Wort für Fluch, so im Guten ausgedrückt. So seine Voraussagen, es ist ja keine Verfluchung, sondern irgendwie seine Voraussagen hat auch jeder gescheut. Und wie gesagt, die konnten auch so Brahmanen oder Weisen konnten auch richtig einen, wenn man nicht gut mit ihnen umgegangen ist, nehmen wir so ein ganz kleines Beispiel, du wirst als Schmetterling wiedergeboren, dann wirst du eben als Schmetterling wiedergeboren, als Strafe sozusagen, oder weil er das gesagt hat. Deshalb, wenn ihr das praktiziert und ausübt, diese Yama, Satya, dann werden eure Wörter auch mehr Gewicht bekommen und bei den Menschen auch hineingehen in die Ohren. Weil wie Jesus gesagt hat, um das zu verstehen, was damit gemeint ist, er sagt, wenn ich euch jetzt weiterhin was erzähle, ihr werdet mir zuhören, aber eure Ohren sind vollgestopft, zum Beispiel mit anderem Wissen, anderen Informationen, dass es bis in eure innere Welt gar nicht eindringt oder gar nicht auch eindringen kann. Er hat dann weiterhin gesagt, deshalb müsst ihr euch zuerst reinigen und dann kann ich euch etwas erzählen, dass ihr das auch aufnehmen könnt. Und so ist es bei Menschen manchmal so, sie bauen ein Schutzschild oder eine innere Wand auf, wenn man ihnen etwas Gutes erzählen möchte oder von sie irgendwie unterrichten möchte oder etwas beibringen möchte, verstecken sie sich hinter dieser Mauer und bilden so eine innere mentale Abwehr, wollen gar nicht zuhören und widerstehen dem Gesagten sozusagen. Machen dann oft das Gegenteil, was man ihnen geraten hat. Okay. Genio? Ja. Was ist bei solchen Fällen, wenn zum Beispiel irgendwie die eigenen Verwandten so ein bisschen, sage ich mal, aus Unwissenheit, ich sag mal, lügen, also indem sie sagen hier, weil Fleisch essen ist gesund, so als Beispiel. Das ist ja, sie lügen ja und sie denken ja aber, dass sie die Wahrheit sagen. Sowas gibt's ja auch. Das gibt's auch. Welche Folgen das auf diese Leute hat? Oder warum das, aus welchem Grund das passiert? Ja genau, warum? Die sind selber belogen und lügen weiter. Das ist eben so aus dem Grund, wie ich sagte, ein Lügner sieht die Lüge als Wahrheit und eine Wahrheit als Lüge. Und wenn ein Mensch sich täuscht, für mich, oder wenn ein Mensch eine falsche Aussage macht, dann ist es für mich ein Grund dafür, beziehungsweise wenn ich sehe, ein Mensch hat auf eine Lüge gehört oder auf einen Lügner gehört, dann ist es für mich ein Zeichen dafür, dass er auch noch nicht ganz rein ist, dass er noch selber lügt. Weil ein Mensch, der wahrhaftig lebt, der würde nie einem Lügner irgendwas abkaufen, zum Beispiel faulen Verträge oder Versicherungen oder sonstige Sachen. Und solches Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn jemand ausgetrickst hat oder getäuscht hat, eben durch irgendwelche komischen Verträge, heißt es, der Mensch hat schon dieses Karma in sich getragen. Also er hat selber irgendwo Fehler begangen, hat selber Lügen erzählt und Menschen getäuscht. Und deshalb hat er diesen Vertragsverkäufer so nah an sich herangelassen. Ja. Was ist, wenn ich Vertragsverkäufer habe, den ich nicht ausweichen kann? Wenn ich ein System habe, wo ich ein Unrecht, das mir Unrecht überverhilft,
Muss ich mich dann immer noch wahrhaftig verhalten oder kann ich auch aus Selbstschutz heraus dann dieses Rita anwenden im Prinzip? Nehmen wir die BRD einfach, zahle ich Steuern, so eine Sache. Man ist vielleicht folgende Aussage wird dann helfen, zum Beispiel wie, wenn man gefangen mit der Gefangenschaft, wie denkt man weiter? Man würde dieses Prinzip dann anwenden. Wenn ich jetzt meine Freunde verrate, erzähle ich zwar eine Lüge, aber ich bringe Schaden meinen Freunden. Also das ist über, das steht über den anderen, Ahimsa. Also wenn es hier Streitpunkte gibt, nimmt man hier immer das überstehende Prinzip. Aber ich habe deine Frage nicht ganz verstanden. Es ging dann eigentlich nur darum, ob ich das, die Lüge nur anwenden kann, um andere zu schützen oder auch um mich selber zu schützen. Das war eigentlich die Frage. Vorhin hattest du gesagt, ein Beispiel genannt, irgendwie, okay, wenn ich anderen Leuten dadurch das Leben retten kann, irgendwie, dann ist das eine Sache. Wenn ich allerdings dann lüge, um für mich selber eine Erleichterung zu verschaffen, ist es dann eine Umgehung von karmischen Strukturen oder ist es dann legitim? Könnte schon auch sein, weil du musst sehen, weil wenn du dieses Karma hast, auch sozusagen in einem bestimmten Land zu leben, dann musst du auch diese Lektionen dir aneignen und diese Lektionen durchgehen, die dieses Land für dich schafft. Also wir werden nicht einfach so oder durch Zufall irgendwo geboren. Heißt, wir müssten diese Lektionen bestehen. Und wie wir sie bestehen, ist dann unsere Sache. Wenn ich jetzt schlau bin und alles umgehe, heißt es vielleicht, ich habe nicht alle Prüfungen abgelegt zum Ende und ich werde wie sitzen geblieben sozusagen. Ich bleibe sitzen, dann muss ich vielleicht nochmal in einer vielleicht anderen Welt oder in einem anderen Land, wo die gleichen Zustände herrschen, aber trotzdem das alles abarbeiten und durcharbeiten müssen. Es kann aber sein, dass das gerade so passiert, damit du schaffst, dich aus diesem Sumpf ohne Schaden zu befreien, sozusagen. Das kann auch sein, dass du diese Fähigkeit dir aneignest, gegen bestimmte Sachen zum einen zu kämpfen, zum zweiten unbeschadet davon rauskommen. Es gibt noch ein anderes Prinzip, was vielleicht nicht nur dafür zutrifft, sondern für andere Sachen. Es gibt ja den Strom und man sieht oft irgendwie so Aufkleber und, soll man sagen, so Motivatoren heißen die vielleicht. Nur tote schwimmen, Fische schwimmen mit dem Strom. Man muss gegen den Strom schwimmen und so, gegen den Mainstream. Aber eine andere, noch klügere Aussage lautet, man müsste mit dem Strom zusätzlich selber noch paddeln. Und man muss dann die Strömung ausnutzen. Natürlich gibt es im Strom Steine, Stromschnellen und Wirbel und alles Mögliche. Wenn man gegen den Strom paddelt, bleibt man immer an der gleichen Stelle und man verbraucht seine ganze Kraft. Aber mein Ziel ist da hinten, wo der Strom hinfließt. Und so muss ich es schaffen, schneller durch diesen Strom durchzukommen, meine Lektionen schneller schaffen, dann komme ich schneller weiter. So. Also muss ich doch eine Entscheidung treffen oder auf mein Herz hören oder wie ich es auch immer bezeichnen möchte letzten Endes, weil es ja genau, du musst vielleicht dieses Prinzip anwenden. Wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, wem schade ich dabei? Schade ich jemandem, der selber anderen schadet? Sind sie es wert, verschont zu werden? Oder schade ich wirklich rechtschaffenden Menschen durch diese Entscheidung? Und das schade ist für mich. Man müsste auch immer das Prinzip nehmen, wenn es um wirkliche Menschen geht, um Personen, man muss sich in ihre Lage versetzen. Oder was wünsche ich, wie man mit mir umgehen würde? Also wenn ich mit einem Mensch sage, ich schmeiße ihn jetzt aus der Wohnung raus, ja zum Beispiel, dann muss ich, bevor ich das überlege, vielleicht benimmt sich der Mensch auch schlecht. Und dann versetze ich mich in seine Lage. Habe ich es verdient, aus der Wohnung geschmissen zu werden? Wenn ich selber schuld bin und mich nicht benehmen kann, habe ich es verdient. Und dann schmeiße ich den Menschen raus aus der Wohnung. Aber wenn der Mensch einigermaßen anständig ist und das nur mein Ego ist, was sagt, ich bin jetzt was Besseres und der Mensch ist nichts wert und ihn deshalb aus der Wohnung schmeiße, dann ist es nicht richtig. Sind wir wieder dabei, erkenne dich selbst. Ja, Grundlage erstmal. Ja, genau. So eben. Okay? So viel zum Satya. Das Prinzip ist, denke ich, klar und verstanden. Immer die Wahrheit sagen. Kommen wir zum dritten. Asteya. A ist hier wieder die Verneinung. Zum Steya, es gibt auf Deutsch das Wort stehlen, das kommt schon ziemlich nahe. Also das Nicht-Stehlen, das Nicht-Aneignen von Fremden
persönlichen Gegenständen ist Nummer 1, das ist Materie. Das Nicht-Aneignen von fremden Ideen, das ist, sind B, Gedanken. Und Nicht-Aneignen von fremden, sozusagen Handlungen. Zum Beispiel ein Chef euch eine Prämie gibt, weil ihr so viel geschafft habt und gearbeitet habt, wird es auch stehlen, wenn das ein, jemand anders geschaffen hat eigentlich. Und ihr kassiert auch die Prämie ein. Oder es passiert irgendwie aus Versehen, dass ihr zu viel Geld bekommt und das Geld nicht zurückgibt. So, zum Beispiel an der Kasse gibt euch die Frau 20 Euro mehr aus Versehen. Es würde auch das Stehlen sein, wenn ihr diese 20 Euro mitnehmt. Folgendes ist noch dazu sagen, wenn ich einen Gegenstand von einem Menschen nehme bzw. klaue, nehme ich auch die Energie des Menschen auf. Und man weiß ja nicht, was das für ein Mensch ist oder wer es ist. Und dieser Gegenstand wirkt auf mich. Und alle Leute, die wo stehlen oder die Diebe, die haben auch ein, deshalb auch ein ganz schlechtes Leben, weil sie nicht nur die Gegenstände anderer klauen, sondern auch das Karma von anderen Menschen auf sich ziehen und nehmen. Und in den meisten Fällen das schlechte Karma auf sich ziehen. So arbeitet auch schwarze Magie sozusagen, wenn man euren Gegenstand nimmt und mit dem irgendwelche komischen Sprüche macht oder Rituale macht, weil, es, weil dieser Gegenstand mit euch verbunden ist, geht es euch dann schlecht und ihr werdet krank. Das ist so Dorfmagie sozusagen. Das ist in manchen Ländern und Regionen weit verbreitet. Deshalb kommen dann diese Menschen oder Frauen, die eure Energie brauchen oder haben wollen oder sind, haben es früher so gemacht, die kommen und sagen, leih mir bitte irgendwie deinen Kochlöffel aus oder dein Kamm oder sonstige Sachen, persönliche Gegenstände vielleicht. Und dann machen sie komische Rituale dadurch, um ihre Kraft zu bekommen. Weil sie mit den dunklen Mächten in Zusammenhang stehen, und diese Dämonen oder andere Wesen entziehen ihnen die Lebensenergie. Und so müssen sie andere Menschen parasitieren oder vampirisieren sozusagen und ihnen die Energie entziehen, um überleben zu können. Hier zurückzukommen heißt es, wenn man hier Perfektion erreicht, wenn man diese Wertsachen, Gedanken anderer Leute nicht aneignet, kommt im Mensch die Möglichkeit und die Fähigkeit auf oder wacht diese Fähigkeit auf, dass man alle Schätze im Boden wahrnehmen oder spüren kann. Weil so ein Mensch, für den ist ein Stück Erde und ein Stück Gold ist für ihn gleichwertig. Das ist für ihn alles Staub. Deshalb offenbaren sich ihm alle Schätze der Welt, weil er sich auch damit nicht anhaftet. Er macht damit keinen Unfug. Er, wenn er auch irgendwie welche Wertsachen oder materielle Güter bekommt, weiß er sie auch richtig zu verwenden zum Wohle von der Gesellschaft sozusagen. Also hier, diese Perfektion steht so im beim Patanjali drin, dass sich alle Schätze der Menschen dann offenbaren, wenn er das in Perfektion halt kultiviert hat, das nicht stehlen und nicht aneignen von fremden Sachen. Dann haben wir auf vierter Stelle Brahmacharya. Ja. Das kann man nur etwas zu Asteya sagen. Ja. Also wenn man das praktiziert, habe ich schon selber ein paar Mal erlebt, also auf jeden Fall, also glaube ich daran, da, wenn man das praktizieren möchte, dann geben die Götter oder das Leben den Menschen die Möglichkeit, sich zu beweisen, ja, in dieser, ja, Sache. Ja. Und ein klarer Beispiel, einmal mit einem Freund haben wir, sind wir in ein Café gegangen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, halt, dass ich halt so ein Video angeschaut habe und so. Und in diesem gleichen Moment, also gibt uns die Frau mehr, als wir bezahlt haben. Ja, dann müsste ich halt hier nachzahlen, weil das, ja, war halt, naja, so eine Sache. Es waren zuerst die Worte, das kommt oft im Leben so. Wenn man jetzt große, das war bei dir zwar nicht so, aber in einem anderen Fall, wenn man jetzt große Sprüche klopft und sagt, ich bin so und so, und dann kommt sowieso immer eine Lebenssituation, wo du das beweisen sollst oder musst. Bist du denn so, wie du es sagst oder nicht? Und man muss schon dann auch den Worten nachhandeln. Ist auch wichtig so, vielleicht beim Satya-Prinzip, dass man das Gesagte auch ausführt. Egal wie schwierig es ist,
Wenn ich es versprochen habe, muss man es trotzdem machen. Es ist, es muss mich an ein gutes Beispiel erinnern, was das gut verdeutlicht oder mir das einfallen lassen. Zum Beispiel, ihr habt irgendetwas gesagt und am nächsten Tag ist es nicht mehr aktuell. Also es ist oft so, weil die Realität arbeitet so, was heute aktuell ist, ist morgen schon wieder ganz anders. Und weil ihr das gestern schon ausgesprochen habt, auch wenn es so eine Kleinigkeit oder Nichtigkeit ist, macht es trotzdem, auch wenn ihr das nicht mehr braucht, wenn ihr schon an was anderes denkt und keine Ahnung, wenn die Zeit schon vorüber ist und diese Situation sich aufgelöst hat. Vielleicht so ein ganz einfaches Beispiel, wenn euch jemand fragt, was machst du morgen zum Essen und ich habe Hunger auf Karottensalat, dann sage ich, ich mache morgen Karottensalat, weil ich heute Hunger drauf habe. Und morgen habe ich auf Äpfel auf Appetit auf einmal und sage, ja, es ist ja sowieso nicht mehr aktuell, es ist ja schon gestern, was ich gesagt habe. Wenn man das ernsthaft praktiziert, auch wenn man das nicht unbedingt essen will, macht man sich trotzdem einen Karottensalat, auch wenn keiner dabei ist, auch wenn es keiner sieht, weil man das gestern gesagt hat. Das stärkt für euch oder für alle stärkt es die Kraft eures Wortes. Wie ich schon sagte, dann haben eure Worte mehr Gewicht. Das ist nur ein kleiner, ganz einfaches Beispiel. Brahmacharya, viertes Prinzip, Acharya bedeutet Schüler. Ein Praktiker bzw. Yoga-Lehrer hat es so übersetzt, das bedeutet Essen. Also Brahmacharya heißt Keuschheit im Grunde genommen. Sauberkeit, innere Sauberkeit. Man übersetzt es oft als sexuelle Enthaltsamkeit. Brahmacharya ist eine Lebensspanne beim Varna Ashrama Dharma, wo die Kinder ausgebildet waren bei einem Guru, bis zum Erreichen der Hochzeit oder bis zum Erreichen des Alters, wo man geheiratet hat und Familie gegründet hat, hat man in Brahmacharya gelebt, also in keuscher Enthaltsamkeit. Für einen Yoga müsste man das ein bisschen modifizieren sozusagen. Es ist nur die sexuelle Enthaltsamkeit, es ist die Enthaltsamkeit von allen Leidenschaften, von allen übermäßigen Genüssen und sonstigen Sachen, weil man dadurch zum einen die Energie verschwendet. Zum anderen ist es so, wenn wir über die Chitta Vritti gesprochen haben, über die Vibrationen im Kopf oder diese innere Aufregung, wenn man anders das ausdrückt, alle diese Sachen, wenn ich sie denn nicht praktiziere, schaffen Unruhe in meinen Kopf. Wenn ich zum Beispiel was gestohlen habe, muss ich ständig Angst haben, dass man mir drauf kommt, dass das Gesetz mich bestraft und sowas, das schafft im Kopf Unruhe. Wenn ich gelogen habe, muss ich auch immer mehr Sorgen darüber machen, dass die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommt, schafft auch Unruhe im Kopf. Schaden sowieso, Brahmacharya, Begierden, verdecken oder verblenden auch den Kopf, wenn man ihnen nachgeht, und schaffen auch im Kopf Unruhe. Weil auch Glücksgefühle und gute Erlebnisse schaffen eine bestimmte Bindung, weil der Mensch dazu neigt, sie immer und immer zu wiederholen. In der vedischen Kultur, haben wir gestern am Anfang gesprochen, war es so, dass man die sexuelle Zusammenkunft nur dann benutzt hat, wenn man Kinder gezeugt hat. Eine andere Theorie lautet so, dass Menschen, die kreativ sehr, sehr viel schaffen, vielleicht Schriftsteller, Manager oder Menschen, die irgendwie sehr viel bewegen, Männer vor allem, die sehr viel erschöpfen dadurch, durch ihre schöpferische Kraft, heißt es, die könnten von den Frauen oder von einer Frau diese schöpferische Kraft wieder tanken. Also die weibliche Energie, diese unterstützende Energie der Frau kann der Mann verwenden und sie dann durch eine bestimmte Zusammenkunft, durch Energieaustausch, die Energie der Frau dafür bekommen. Weil die Energie der Frau, das ist die schöpferische Energie, die dem Mann oft fehlt, der sehr, sehr große Lebensaufgaben hat. Das ist aber dann schon
sozusagen Yoga für Erwachsene, für Menschen, die einen sehr hohen ethischen Status erreicht haben. Weil sexuelle Praktiken, wie sie im Tantra angeboten werden, da rutschen die Menschen sehr, sehr oft und sehr schnell auf die unteren Chakren. Und keiner, es steht in den Schriften nicht und es gibt in Wirklichkeit auch keinen einzigen Beispiel, wo ein Mensch durch sexuelle Praktiken oder Tantren heilig geworden ist oder eine überragende Persönlichkeit geworden ist. Es ist eine, die Svatthisthana Chakra, eine gefährliche Chakra sozusagen in dem Sinn, weil sie sehr, sehr schwer zu kontrollieren ist. Und erfahrene Yoga-Lehrer sagen, sammelt erst einmal 5 bis 6 Jahre richtige Erfahrung im Yoga, dass ihr die Bewegungen der Energie erlernen könnt, dass ihr spüren könnt, was mit euch passiert, dass ihr die einzelnen Chakren spüren könnt, dass ihr spüren könnt, wenn ein Mensch sich mit euch unterhält, auf welche Chakra ihr Probleme hat. Weil das ist so, wenn angenommen die Svatthisthana Chakra bei den Menschen unruhig ist und vibriert, dieser Mensch sich mit euch unterhält, fängt eure Svatthisthana Chakra an, sich auch unruhig zu verhalten, zu vibrieren. Das wird für euch unangenehm sein oder ihr werdet dann nach Hause in Ruhe kommen und werdet dann vielleicht komische Gedanken haben, unruhig sein. Ihr müsst praktizieren, um eure Ruhe wieder zu bekommen, euch wieder auszugleichen. Danach werden manche Praktiken sogar für langjährige, erfahrene Leute, die Yoga praktizieren, auch empfohlen, die auch mit der unteren Chakra was zu tun haben. Am Anfang nicht, bis man sich im Yoga gefestigt hat. Weil wie gesagt, die unteren Chakren, Svatthisthana und Muladhara, verschwenden sehr viel und riesengroße Mengen an Energien. Und es gibt in der feinstofflichen Welt Parasiten, die von diesen Energien leben. Und Menschen, die solchen Sachen wie Selbstbefriedigung zum Opfer fallen, sind Träger von solchen Parasiten und füttern sie dementsprechend mit ihrer Lebensenergie. Und wenn man die Energie ausgeschüttet hat, lebt der Parasit davon, der ist satt. Und wenn er wieder Hunger bekommt, dann hat er bestimmte Kanäle, bestimmte Organe, mit denen er das Verhalten des Menschen stimulieren kann. Und der Mensch rennt wieder zum Video oder was weiß ich, wohin er rennt und schüttet diese Lebensenergie wieder aus sich heraus. Bei einer richtigen Zusammenkunft von Mann und Frau wird die Energie ausgetauscht und nicht einfach so in die Umgebung ausgeschüttet. Bei dem normalen Sex, wie das jeder praktiziert, der es praktiziert, also es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die es richtig umsetzen können und diese Energie austauschen können, passiert es so, dass die Energie einfach frei wird im Raum und diese Parasiten erst einmal anzieht. Und wenn sie dann da sind, ist es schwer, sie wegzubekommen. Aber wie gesagt, es gibt schon Praktiken darüber, aber die sind mit Vorsicht zu genießen, weil man da sehr schnell seine Energie verlieren kann und sehr schnell das Bewusstsein runterrutscht auf die unteren Chakren. Sidorov hat letztes Mal erzählt bei einem Treffen, dass wenn ein Mann die Frau richtig liebt, das ist auch plausibel aus der Sicht des Yoga zu verstehen. Bei ihm werden niemals sexuelle Bilder oder Bilder, so Bettbilder auftauchen, weil seine Energie in der Anahata Chakra ist. Und er hat auch erzählt, dass es schwer für so einen Mann ist, der halt die Energie nicht nach unten leiten kann. Es ist schwer dann sexuell mit dieser Frau zusammenzukommen, weil er muss erstmal seine Energie nach unten leiten und nach unten drücken oder ziehen, weil durch diese richtige und durch diese wahre Liebe ist die ganze Energie hier im Herzchakra. Ja. Das ist ja bei Frauen dann ähnlich. Dann. Das ist bei Frauen gleich, ja, ja. Und wenn zwei Menschen zusammenkommen und einer sitzt zum Beispiel auf Anahata Chakra und ja, der andere auf Svatthisthana? Dann wird es so sein, entweder der eine zieht ihn runter, sind beide auf Svatthisthana, oder der andere zieht ihn hoch, was viel, ja, viel schwieriger ist, dann, dass beide auf der Anahata Chakra sind. Das ist eben dieses Prinzip, was ich auch ab und zu erzähle, wenn man einen Alkoholiker und einen normalen Menschen so eine Zelle einsperrt, entweder werden beide Alkoholiker oder beide werden gesund. Aber es kann nicht so sein, dass beide Menschen zusammenleben und verschiedene Interessen und Tendenzen haben. Das gleicht sich nach einiger Zeit aus. Und in Russisch gibt es so ein
Spruch, Mensch und Frau sind der Satana, bedeutet, Mann und Frau sind derselbe Satan, so ausgedrückt. Also nach längerer Zeit, nach längerem Wohnen miteinander, das ist jetzt nicht schlecht zu bedeuten oder zu verstehen, sondern die sind eine Energie, eine Einheit. Und wie der Mann tickt, tickt so auch die Frau nach mehreren Jahren gemeinsames Leben sozusagen. Es ist eine Energie, Fusion, ja, ja. Es ist nichts Schlechtes dabei, das ist der normale Lauf des Lebens, ja. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe nur gehört, dass eigentlich die Frau versucht, sich immer an den Mann anzupassen, wenn sie den Mann als sagen wir so, als ihren Lehrer sieht oder als ihren Oberhaupt der Familie. Das wäre das Ideal, aber das kommt sehr, sehr selten vor in unserem Leben. Ja. Weil ansonsten, wenn die Frau das Steuer übernimmt, die Frau hat nicht, die könnte schon diese Fähigkeiten haben, aber die Energie der Frau ist eher eine tragende Energie, eine unterstützende Energie. Und die Energie des Mannes ist so, dass er eine Richtung vorgeben kann, die öfter richtig ist, als die Richtung einer Frau ist. Zusätzlich ist es noch so, dass der Mann mehr vom logischen Denken geprägt ist und die Frau ist mehr von ihrer emotionalen Natur geprägt. Und die Frau ist öfter, wie soll man sagen, die ist wechselhafter als der Mann. Und wenn die Frau einen Kurs einschlägt, oft geht dieser Kurs von links nach rechts und schwankt durch die Zeit. Und bei Männern ist es dennoch öfter so, dass wenn er einen Kurs einschlägt, der hält ihn die ganze Zeit auch durch und aus, über längere Zeit. Und eine Gerade ist halt, man kommt schneller an das Ziel als so schwanken, hin und her schwanken. Deshalb war es in der vedischen Kultur so, dass der Mann die Führerrolle übernommen hat. Der Mann war auch der geistige Führer in der Familie oder der Lehrer in der Familie. Und die Frau hat ihm gefolgt. Das war für beide ein Vorteil, weil wenn die Frau den Mann unterstützt, kommt der Mann schneller an das Ziel. Und weil wir schon gesagt haben, das ist eine Fusion, kommen beide schneller an das Ziel. Bloß unsere Gesellschaft hat die Menschen so erzogen, dass viele vom Egoismus erkrankt sind und jeder denkt, er ist klüger und er weiß alles besser. Die Rolle der Frau sollte oft auch eine nachgebende sein, auch wenn die Frau sich besser auskennt und etwas besser weiß, sollte sie trotzdem die zweite, die unterstützende Rolle einnehmen dadurch. Und den Mann auch diese Erfahrungen sammeln lassen, dass der Mann als Anführer, weil wir sind ja nicht umsonst gekommen, wenn jemand schon als Frau auf die Welt kommt, dann sollte er diese Rolle spielen. Das ist das gleiche wie im Theater. Wenn ich jetzt als Don Quixote mich angezogen habe, ich kann nicht Sancho Pancho spielen dann draußen. Auch so bei der Frau. Wenn die Jivatma, wir haben ja keinen Unterschied, die Jivatma ist bei allen gleich. Unterschied ist nur dieses Kostüm oder der Anzug und die Rolle, die wir spielen. Die Jivatma hat sich ja auch den Anzug einer Frau angezogen, weil sie diese Erfahrungen braucht, also sollte sie auch diese Rolle spielen, auch wenn sie zum Beispiel als Mann gute Fähigkeiten hätte. Sie muss die Rolle spielen, sie hat sich dazu verpflichtet oder entschieden. Und wenn der Mann, also wenn die Jivatma den Anzug eines Mannes angezogen hat, müsste sie dann die Rolle des, oder er, oder die Jivatma müsste die Rolle des Mannes spielen und ausleben. Das hat schon alles seinen Grund und alles seinen Sinn. Hier zum Brahmacharya ist noch Folgendes zu sagen. Die Energie kann man jetzt, wie wir sagten, durch Sex verschwenden oder kultivieren und generieren und diese Energie nutzen, um schnell zu evolutionieren, schnell nach vorne zu kommen. Also entweder ich habe die Energie ganz unten, verliere sie dort auch, oder ich habe die Energie ganz oben, wo ich sie brauche, um zu meditieren, um zu praktizieren. Das ist der Sinn dabei, warum viele in Brahmacharya leben. Die ersten 10, 20 Jahre, vielleicht im Idealfall, genau kann man das nicht sagen, es ist bei jedem unterschiedlich. Um eben zuerst einen bestimmten Status zu erreichen und dann kann man anfangen mit diesen Energien zu arbeiten. Virya ist ein Ausdruck. Virya bedeutet innerliche Strahlung und Kraft, Gesundheit und Energie, die man bekommt, wenn man Brahmacharya praktiziert.
Anders ist es so, wenn man das feinstoffliche Feld des Menschen untersucht oder angucken würde, durch vielen und ständigen Sex würde dieser Anzug wie ein Hemd löchrig werden und zu Lumpen werden sozusagen. Und der Mensch ist dann sozusagen nicht mehr in seiner vollkommenen, reinen Gedankenkraft. Zudem muss man noch sagen, dass der Samen des Mannes tatsächlich die ähnliche Struktur und aus ähnlichen Bestandteilen, Aminosäuren zusammengesetzt und zusammengebaut wird, wie auch das Gehirn. Und wenn man ständig den Samen verliert, hat das Gehirn keine Kraft, sich zu entwickeln. Er hat einfach diese Mikroelemente, hat einfach diese Stoffe nicht mehr. In der vedischen Kultur war es so, dass es dem Mann empfohlen oder geraten wurde, erst ab 33 oder mit 35 die Frau, also eine Familie zu gründen, weil beim Mann sich das Gehirn noch bis zu seinem 33. Lebensjahr entwickeln kann oder entwickelt eigentlich. Und wenn man diese Kraft durch den Samen verliert, entwickelt es sich nicht so gut, wie es sich entwickeln könnte. Ab 33 hat man dann Kinder gezeugt, hat man Familienleben geführt, weil Frauen sind diese Prozesse anders. Frauen entwickeln sich schneller und ein bisschen früher und sie muss dann nicht mit 33 mit dem Kinderzeugen warten. Okay, so viel dazu zum Brahmacharya. Wie ist denn das denn mit Kontakt mit Frauen? Es ist bei jedem Kontakt Energieaustausch da. Aber man kann die Energie auf der unteren Chakra austauschen, man kann die Energie auf Anahata Chakra austauschen. Und eigentlich ist es sozusagen ein Ideal einer Gesellschaft, wo alle, ja, auf der Anahata, das ist eben die menschliche Welt. Alles unteren ist die Welt der Tiere und tierische Instinkte. Anahata ist die menschliche Welt und wenn sich die Menschen auf der Anahata Chakra alle austauschen, das ist ganz normal, das kommt vielen zugute, wenn man nicht zu viel Energie verschwendet. Weil auf der Anahata Chakra heißt es, gibt es auch bestimmte Parasiten. Wenn man da zu viel Energie verliert, erschöpft der Mensch auch sozusagen. Man müsste von den anderen genauso viel Energie bekommen, wie man verliert. Und oft ist es so, wenn man über die Chakren spricht, wenn ein Mensch richtig in euch verliebt ist, dann leidet der Mensch, dann leidet ihr ja auch darunter. Weil ihr diese Energie des Menschen bekommt. Und auf der Anahata Chakra hat man dann auch dadurch bestimmte Blockaden. Oder wenn man die Energie, als man verliebt war, an jemand anders verloren hat, schafft das auch bestimmte Blockaden hier. Eine gute Technik dafür ist eben Kunjala Kriya, wo man das Wasser trinkt und wieder nach oben befreit. Das schafft hier offene Kanäle und die Energie kann dann wieder nach oben fließen. Viele Menschen, die dickleibig sind, die meisten haben eben Probleme hier mit dem Herzen, mit der Anahata Chakra, irgendwelche geantwortete Liebe oder zerbrochene Liebe oder solche Sachen. Und dann stockt die Energie hier in der Manipura Chakra und die Energie kontrolliert ja den Menschen und dann neigt der Mensch dann durch die Manipura, dass die Energie, diese Energie, die nicht höher fließen kann, zu verlieren und wird dann entweder geizig, sammelsüchtig, egoistisch oder neigt dazu, sehr viel zu essen. Weil die Energie muss ja wohin, die muss ja rausfließen und darum, wenn der Mensch dann gegessen hat, ist ihm leichter. Oder um eben Herzschmerz zu beseitigen, neigen die Menschen aus Unwissenheit dazu, mehr zu essen. Das löst dann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Problem, bis man wieder diese Energie hier bekommt und spürt, dass hier etwas nicht stimmt ist, sozusagen. Besser wäre es aber, die Shakarma zu betreiben, dass man unbeschadet für sich oder weniger beschadet, wie durch das viele Essen, die Energie nach oben also befördern kann. Brahmacharya. Und das fünfte ist Aparigraha. Apa ist wie im Englischen apart, auseinander oder getrennt. Ri haben wir wieder wie Drehung, Bewegung, Vritti ist wieder eine Bewegung. Und Graha bedeutet zum einen bedeutet es Planet, zum anderen bedeutet es eine Kraft, die wo anzieht. So Gravitationskraft. Haben wir auch hier Graha, Gravitation. Wenn ihr Jyotish, die vedische Astrologie erlernt, dort werden Graha, also Planeten als Graha übersetzt. Dieses Prinzip heißt das Nicht-Ansammeln. Also ich ziehe Gegenstände,
Geld, andere Sachen nicht an mich heran extra. Ich habe keine Sammelleidenschaft. Weil die Sammelleidenschaft ist wieder hier eine Unruhe im Kopf, weil mich diese Sachen immer beschäftigen. Meine Briefmarken oder Münzen oder sonstige Sachen, die der Mensch sammelt. Oder 10 Autos oder 10 Fernseher. Und hier muss man verstehen, dass ja alles im Grunde genommen aus Licht ist. Also alles ist Lichtvibrationen. Und wenn die Wissenschaftler die Materie untersuchen, sehen sie Moleküle, Atome, Atomkerne, vielleicht Elektronen, wenn man noch weiter runter geht, diese Neutrinos und feinstoffliche Teile, bis sie sehen, dass alles vielleicht Licht in einer Welle ist oder das Licht kreisförmig irgendwo schwingt und alle Materie aus diesem Licht aufgebaut ist. Die Yoga-Praktiker sagen, die ziehen sich logische Schlüsse aus dem und sagen, alle Gegenstände, die euch gehören und euch umgeben, müsst ihr, weil sie aus gleichem Licht wie ihr bestehen, müsst ihr mit dieser Lebensenergie tragen oder aufrechthalten. Das kostet natürlich auch bestimmte Energieressourcen oder verbraucht bestimmte Energieressourcen. Zum anderen geht jeder Gegenstand früher oder später kaputt. Müsste man sich so vorstellen, wenn man 10 Häuser hat, man muss sie ständig renovieren. Irgendwann verfallen die Häuser. Das ist ein Kummer und das macht Sorgen. Autos muss man auch ständig reparieren, weil diese Sachen ständig kaputt gehen und nicht für ewig sind. Und bevor man mit seiner Lebensenergie die Gegenstände um sich herum nährt, diese 10 Autos und Computer und 10 Häuser, könnte man alles weggeben und nur eine Schale und einen Wanderstab besitzen, wie es die Heiligen machen, und dann diese Energie für bessere Zwecke verwenden, um entweder sich selber zu kultivieren, sein Bewusstsein zu kultivieren oder für andere Menschen zu verwenden, dass man diese Energie schafft, um andere dann, wenn man von Heiligen spricht, zu erleuchten sozusagen. Also das Nicht-Ansammeln von Gegenständen. Wenn man Aparigraha in Perfektion ausübt und hier Perfektion erreicht, heißt es, man erinnert sich an seine früheren Leben und an die zukünftigen Leben. Weil hier dieses Nicht-Festklammern und dieses Nicht-Anhaften an Gegenständen bringt einem dazu, dass man seinen Körper auch wahrnimmt, der nicht wie ein Gegenstand, sondern ein Produkt, das ein bestimmt, das in der Zeit begrenzt ist, von der Geburt bis zum Tod. Und das ist wie ein Anzug zu betrachten. Und man sieht seinen Körper im Ganzen. Zum Beispiel, vielleicht diese Geschichte hilft es, das besser zu verstehen. Ein Mann war in eine Schönheit verliebt und ist ihr ständig nachgerannt, aber sie wollte ihn nicht haben und hat einen Ausweg gesucht, dass er ihr nicht nachstellt und ihr nicht nachrennt, und hat angefangen zu erbrechen, einige paar Wochen, und hat dann ausgemagert und ganz schrecklich und krank ausgeschaut. Und als dieser Mann sie zum nächsten Mal besucht hat, um ihre Gunst zu erlangen, hat er gesagt, wo ist denn deine ganze Schönheit geblieben? Und sie hat ihm diese Eimer vorgestellt, die sie erbrochen hat über die 2 Wochen, und hat gesagt, hier in diesen Eimern ist meine Schönheit geblieben. Wow. Das ist halt so zu verstehen, dass der Körper eine Masse aus Knochen, Blut, Gedärmen und Gegessenem und auch Unrat ist. Und das, was wir sehen als Abbild, das ist nur die äußere Hülle. Und deshalb, wenn der Mensch das versteht, weiß er, diese Hülle ist endlich, sie wird früher oder später mal krank, sie wird alt, ich muss sie abwerfen und mir eine neue Hülle schaffen. Schafft man dadurch, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber Patanjali schreibt, man bekommt dieses Hineinsehen oder das Fenster geht auf, was oder wer man in den früheren Leben war. Also diese Grenze verwischt, diese Grenze, was Geburt und Tod eigentlich für die meisten bedeutet. Okay, diese 5 Prinzipien sind Yama. Also hier sagen viele oft, es sollen irgendwo Gefahren sich bergen. Also wenn man das nicht einhält, bedeutet, ich komme nicht so schnell voran. Das ist vielleicht besser ausgedrückt, weil mit Gefahr hätte ich das nicht betitelt. Man kommt nicht so schnell voran, wenn man das nicht guckt. Wenn man sich nicht daran richtet. Beim Niyama ist es so, je mehr man das kultiviert und praktiziert, desto schneller kommt man voran. Drum machen wir jetzt die 5 Niyama-Prinzipien.
Fragen? Ja. Also zu Aparigraha? Ja. Also eigentlich also darf ich zum Beispiel 10 Autos besitzen, nur halt ich darf mich nicht an die klammern, ja? Also ich muss die nicht als Besitz sehen, ja? So gesehen. Aber du musst sie trotzdem, das ist zum einen schon richtig, aber du musst trotzdem das sehen, dass du dieses Shakti oder diese innere Energie brauchst, um diese Autos um dich herum zu halten. Dein Bewusstsein geht ja zu den Autos, zu deinem Besitz. Kurowski hat mal ein sehr gutes Beispiel gebracht oder Frage gestellt. Welches Auto geht schneller kaputt? Was in der Garage steht oder das sie ständig fährt? Was denkt ihr? Das in der Garage steht. Ah? Das steht. Warum? Ich weiß, dass Autos technisch kaputt gehen, wenn man sie nicht nutzt. Ah? Ich weiß, dass sie kaputt gehen, wenn man sie Standschäden bekommt. Standschäden. Und Kurowski hat es so erklärt, wenn man das Auto fährt, füttert man das mit seiner Lebensenergie. Man guckt das Auto immer an, man hat Verbindung zu dem Auto. Und wenn das Auto in der Garage geschlossen steht, verfällt es schneller, weil man das mit seiner Lebensenergie nicht füttert. Ich könnte das auch anders erklären. Ach, man kann das auch physisch erklären. Das ist eben so esoterische Erklärung dafür. Aber das ist Tatsache, dass die Autos in der Garage schneller kaputt gehen. Ja, ja, ich wollte nur ein anderes Beispiel. Ist wie im Garten denn auch halt. Ne? Bei was? Im Garten oder so. Ja, ja. Also sind alle, all deine Besitz kostet ein bisschen von deiner Lebensenergie. Wenn man dann viel Lebensenergie hat, kann man viel besitzen. Aber Leute, die wo diese Energie nicht haben, die können diesen Besitz auch nicht halten. Entweder das steht kaputt, sie verlieren es, sie verspielen es bei einem Kartenspiel oder man nimmt es denen weg, weil sie nicht stark genug sind. Aber wenn sie dieses Shakti nicht haben, können sie es auch nicht halten. Dürfen kann man es schon. Ich habe nur eine Frage, ja. Du kannst das beantworten. Also sagen wir so, nehmen wir mal an, eine Familie, eine große Familie, ja. 5 Kinder, Mann, Frau. Ja. Und ein Mann verdient nur Geld. Ja. Und nicht so viel, sagen wir so, eine ja. geringe Summe. Bedeutet das, dass wenn eine ganze Familie aus 7 Leuten sich ja. zusammentut, also Energie, also die befinden ja. sich in ja. einem einzelnen energetischen ja. Kreis oder sowas, bedeutet das, dass die, obwohl die so wenig Geld verdienen, von irgendwo ein großes Haus bekommen? Wie Geschenk meinst du oder als Erbe oder was? Das. Also sagen wir mal so, weil alles ist ja Energie, wie ja. wir sehen. Man muss es. Ja, also. Dass diese also wenn 7 Leute, also die in einem einzelnen ja. Energiekreis befinden, ja. sich vom ganzen Herzen, sagen wir mal so, etwas wünschen, ja. Ja, dann opfern die halt ihre Lebensenergie da reinstecken und dass sie dann irgendwie also aus esoterischer Sicht materialisiert oder? Ich werde ein paar andere Sachen erklären, vielleicht ist das dann für dich auch verständlich. Was ist Reichtum und was ist Armut? Laut den Veden. Es gibt diese 10%, die man an die Gesellschaft abgibt. Armut bedeutet, man hat das Geld falsch genutzt in der Vergangenheit. Und das Universum schafft, dass der Mensch nach und nach arm wird. Zum Beispiel die Obdachlosen. Oder wie man sie sonst auch nennt, sind Menschen, die ihr Geld, das ihnen das Universum zur Verfügung stellt, entweder egoistisch oder zu Schaden für sich und für andere verwendet haben. Und das Universum dreht ihnen einfach den Hahn ab und sie haben nichts, sie sind obdachlos sozusagen und arm. Wenn man anfängt, diese 10% an die Gesellschaft, das ist bei uns jetzt oft nicht möglich, weil wir in dieser Gesellschaft nicht leben. Und auch wenn wir für irgendwelche Waisenhäuser spenden oder für andere guten Dinge, heißt es noch lange nicht, dass es auch die Kinder bekommen. Oder wenn wir irgendwie anderen Ländern helfen, heißt es auch nicht, dass es dort die armen Leute bekommen. Oft ist es so, dass es irgendwo dann stecken bleibt in diesen Strukturen und die Leute, die wo eh genug haben, das auch dennoch für sich bekommen. Wenn die Gesellschaft in Ordnung ist, schafft man diese durch diese 10% so, dass man allmählich zum Reichtum kommt. Also das ist in der Praxis schon ausprobiert und bewährt, nicht nur von mir selber, sondern von vielen anderen Menschen, die ich kenne. Wenn man zum Wohle der Gesellschaft, für die Entwicklung der Gesellschaft diese 10% abgibt, geht der Hand immer mehr und mehr auf und dieser Zufluss steigert sich immer mehr. Und ein Yoga-Lehrer hat mal gesagt, das ist so eine mentale Verstopfung sozusagen, wenn der Mensch nicht abgeben kann. Er hält es zu und es kommt nichts nach. Und sobald man das aufmacht,
Also dieses Geben anfängt zu praktizieren, gibt es im Universum bestimmte Linien oder Prozesse schalten sich ein, wo man das Geld sowieso wiederbekommt. Also das ist, die Kosaken haben ein Sprichwort, was du abgibst, bleibt dir für immer, was du für dich behältst, geht kaputt. Habe ich vielleicht letztes Mal schon erklärt. Also das funktioniert tatsächlich. Und wenn man seine 10% abgibt und das praktiziert, so als Praktik für sich nimmt, kommt es dann zum Reichtum. Und wenn man im Reichtum sich noch nicht verblenden lässt und immer noch das mit den 10% abgeben praktiziert, kommt es zum Wohlstand. Also das ist immer eine Steigerung. Und Menschen, die im Wohlstand leben, heißt, die haben früher mal oder in den vergangenen Leben Geld in richtige Institutionen gespendet. Richtige Institutionen sind solche, die das Bewusstsein der Menschen zum Positiven verändern. Irgendwelche Schulen, Einrichtungen, an Brahmanen hat man früher gespendet, an Ashrams, da wo Leute eben ausgebildet werden, wo die Leute sich weiterentwickeln. Ihr schafft euch dadurch, heißt es auch, positives Karma. Zum Beispiel, ich habe mein Leben lang an einen Brahman gespendet und nach dem Karma-Prinzip bekomme ich ja alles wieder zurück. Also folglich müsste ich im nächsten Leben ein Brahmane werden und man spendet mir das Geld. Also ich schaffe mir jetzt positive Zukunft. Wenn ich mein ganzes Leben an Obdachlose spende, schaffe ich mir das Karma, dass ich obdachlos werde und jemand an mich die ganze Zeit spendet. Und das ist eure eigene Entscheidung, ob ihr, als, ja so krass ausgedrückt, als Obdachloser wiedergeboren werden wollt oder als Brahmane wiedergeboren werden wollt. Deshalb ist es auch sehr wichtig, an wen man sein Geld abgibt und wie er dann dieses Geld verwendet. Und nach durch diese 10% schafft man sich Wohlstand und Reichtum. Das ist zum einen. Zum anderen ist es auch so ein beflügelter Ausdruck von Tarsunov, glaube ich, hat es sogar gesagt, aber das hat auch einen Sinn. Jedes Kind kommt mit einem eigenen Koffer. Viele Menschen heutzutage fürchten, dass sie Kinder bekommen, weil sie noch nie genug Geld gesammelt haben oder weil der Job noch nicht passt und warten, bis sie materiell gut, wie soll ich sagen, ausgestattet sind, genau, mit dem Kinder bekommen. Das ist eine etwas falsche Herangehensweise. Man hat nach dem Krieg, wo alles zerstört war, 1945, hat man sehr viele Geburten gehabt, obwohl nichts existiert hat und alles zerstört war. Man hat trotzdem diese Kinder hochgebracht, unterzogen, so gut man konnte, weil nach dem Prinzip von Energie und Karma, jedes Lebewesen, das zu euch kommt, bringt schon sein eigenes Paket an Energie mit oder sein eigenes Karma. Und wenn das Karma positiv ist, wird sich mit diesem Kind in eurer Familie etwas Positives verwirklichen auch. Und es werden sich zusätzliche Geldhände sozusagen aufdrehen, wenn es sein muss. Und wenn das Kind ein nicht so gutes Karma hat, dann werden manche Geldhände vielleicht zugedreht und man erleidet dann so vielleicht eine Armut oder nicht Armut, sondern es reicht nicht komplett aus, sozusagen, das Geld für die Familie. Man trifft auch in der Gesellschaft auf Beispiele, wo, sage ich mal, etwas reichere Leute Kinder bekommen und die dann Stück für Stück alle ihren Besitz verlieren oder sie müssen dann Insolvenz anmelden oder sowas. Weil das sehr, sehr wichtig ist, nicht wie ihr die Kinder erzieht, sondern welche Seele ihr anzieht. Das war eine richtige Wissenschaft und in der vedischen Kultur hat man die Kinder von 6-7 Jahren an angefangen zu unterrichten und darauf vorzubereiten, wie man hochentwickelte Seelen anzieht. Zumindest, dass die Seelen so eine Karma eines Helfers für mich haben und ein vollständiges Mitglied der Familie. Und was Nikita das Beispiel angesprochen hat, viele reiche Leute, die das ja offensichtlich nicht praktizieren und davon keine Ahnung haben, ziehen sich solche Seelen an, die den ganzen Reichtum verprassen und irgendwie das ganze Leben in Saus und Braus leben. Also das ist sehr, sehr wichtig, wie ihr zur Geburt der Kinder herangeht und wie eure Energie dann beschaffen ist. Während der Zeit der Zeugung, davor und danach, weil man zieht sich auch seinesgleichen an, in den meisten Fällen. Manchmal zieht man auch sich so eine Seele an, die einem das Leben zur Hölle macht. Aber das ist eben auch eine sehr harte Schule. Man hat sich so eine Lektion eben dann selber auch verdient. Also es ist sehr, sehr viel karmisch bedingt. Ja, manche sagen, es ist alles karmisch bedingt, was mit uns passiert. Gut, wir kommen zum Niyama.
Das erste Prinzip von Niyama ist Shaocha. Oder Shaocha. Manchmal habe ich das mit U auch gesehen. Shaocha bedeutet Sauberkeit. Als Yoga-Praktiker sollte man möglichst alles rein und sauber halten. Es fängt an mit der äußerlichen Sauberkeit, wie ich meinen Haushalt führe, wie es in der Wohnung ausschaut, weil eine bestimmte Anordnung von Gegenständen schafft entweder gute Vibrationen oder schlechte Vibrationen. Wenn ihr jetzt euch ein unordentliches Zimmer vorstellt, wo alles umeinander liegt und Kisten rumstehen, man kann sich in so einem Zimmer, oder wenn es noch dreckig ist oder was ausgeschüttet, wenn man sich dort schlafen legt, kann man sich dort auch gar nicht ausruhen. Wenn man sich ein Zimmer vorstellt, wo es sauber ist, wo es keine übrigen Gegenstände sind, wo es nicht vollgestellt ist, saubere helle Wände, gutes Licht, guter Geruch, dieses Zimmer strahlt Ruhe aus, da kann man sich auch besser ausruhen. Und um eben diese Chitta-Vrittis nicht so stark aufzuregen, hält man alles in Ordnung und hält alles in Sauberkeit. Manche praktizieren das auch so, auch wenn alles sauber ist, machen sie trotzdem rein, dass es noch sauberer wird, sozusagen. Zum Zweiten ist es die Sauberkeit des Körpers, was man in sich hinein isst, das sollte auch sauber sein. Weil dieser Körper ist, wie es in den Schriften und sogar in dem Christentum heißt, der Tempel der Seele oder der Tempel Gottes. Und ein Gott würde auch keinen dreckigen oder unreinen Tempel betreten, sollte für ihn auch einladend sein. Deshalb ist der Körper möglichst rein und gesund zu halten. Und ja, ihr wisst genau, worüber da gesprochen wird. Zum Nächsten ist es die Sauberkeit der Sprache, wie man sich ausdrückt. Ob man jetzt irgendwelche Schimpfwörter, Kraftausdrücke oder andere Sachen verwendet. Wenn man jetzt ein Wort sagt, ein Wort ist Vibrationen. Und der Gegenstand, die Vibration, es ist das Gleiche. So wie man sich durch ein Mantra, durch das Mantra Om jetzt angenommen, sich mit dem Schöpfer verbindet, weil alles aus diesem Mantra besteht, so wenn man sich mit dem, wenn ich Om Namah Shivaya sage, ich mich mit dem Gott Shiva verbinde, weil die Vibration, wenn ich Shiva ausspreche, der Gott selber hat diese Vibration und diese Resonanz in meiner Aussprache resoniert mit dem Gott Shiva, ich komme mit dem in Verbindung. Wenn ich jetzt irgendwie was ist, eine Sache sage, die unrein ist, ausspreche, dann verbinde ich mich durch die Vibration und durch die Sprache genauso mit dieser unreinen Sache und nehme diese Vibration, Information in mich auf, diese Unreinheit. Also ist auch Shaocha in der Sprache zu halten. Und zum letzten Punkt, es ist auch der schwierigste Punkt, sind es die Gedanken, dass man die Gedanken kontrolliert, dass die Gedanken rein sind. Es ist viel einfacher, das Zimmer sauber zu halten und zu machen, als seinen Kopf aufzuräumen. In seinem Kopf aufzuräumen und klare, saubere Gedanken in sich zu schaffen. Das bedarf auch Pflege, das bedarf Zeit, das bedarf einer Anstrengung. Es gibt eine Geschichte, ich muss sie heute mal suchen. Am besten wir lesen, einer von uns liest sie heute vor, aus dem Buddhismus, also eine Geschichte über Buddha, wo ein Schüler zum Buddha kommt und sagt, was ist wichtiger, Gedanken, Sprache oder Taten. Also es kommt dann zu einem Dialog und Buddha erklärt dann nach und nach logisch, was dann wichtig ist. Ich suche diese Geschichte raus und in den nächsten Tagen lesen wir sie euch vor. Auf alle Fälle, bei Shaocha ist es auch wichtig, die Gedanken sauber zu halten. Zweites Niyama-Prinzip, also hier, wie wir sehen, je mehr, desto besser, ist Santosha. Santosha ist die Zufriedenheit. Man ist zufrieden wegen Zufriedenheit. Man bedarf jetzt sich keinen Gegenständen, irgendwelchen von außen wirkenden Stimulanzen oder sonstigen Sachen, die mich zufrieden machen. Ich bin einfach mit dem zufrieden, was ich habe, weil ich betrachte in dem Fall den Schöpfer als mein Vater, der alles geschöpft hat. Und der Vater weiß, was für mich gut ist. Und
Der Vater weiß am besten, was er mir nimmt und was er mir gibt. Und dieses Vertrauen in ihn schafft diese innere Zufriedenheit. Es gibt auch so einen Leitsatz, was ihr verliert, haftet nicht dran und was ihr bekommt, schiebt es nicht zurück. Sei es denn ein Buch, ein Ratschlag oder so ein, wenn jemand euch Hilfe anbietet oder solche Sachen, sucht es auch richtig zu nutzen. Und ein Mensch, der auf sein Schicksal ja beleidigt ist oder sagt, dass die anderen haben jetzt dieses Auto, ich habe dieses Auto nicht. Wenn wir das Beispiel Auto nehmen, ist es auch keine richtige Einstellung, weil es hat alle seine Gründe, dass ich irgendetwas nicht habe. Und es wird alles oben entschieden, was ich bekomme, was ich verliere, je nachdem. Wenn ich es würdig bin, bestimmte Sachen zu haben und zu besitzen, das Wichtigste ist die Verantwortung für diese Sachen. Wenn ich meinem Vater oben beweise, ich kann die Verantwortung für diese Güte, für dieses Wissen oder andere Sachen für diese Menschen übernehmen, bekomme ich diese Verantwortung verliehen, bekomme ich diese Sachen dann im Leben. Ja. Das ist, wenn man sich was wünscht, dann dauert das ein bisschen, dann kommt das, aber man möchte es nicht mehr haben. Das heißt, man lehnt das dann ab, weil man ja, rübergewachsen ist. So arbeitet das Karma. Das ist eben, ich weiß nicht, ob man das sagt, das Gute im Universum oder das ist das Schlechte an dem Universum, dass jeder unserer Wünsche in Wirklichkeit kommt oder sich verwirklicht, früher oder später. Aber leider ist es so, dass diese Zeitspanne durch unser Karma bedingt sehr, sehr lang ist. Eigentlich besteht alles, was ihr erlebt, besteht alles aus euren Wünschen. Also so oder so habt ihr mit euren Wünschen euch diese Realität geschaffen und diese Welt, sogar diese materielle Welt oder Yavi auf Slawisch heißt im Buddhismus die Welt der Wünsche. Und weil man sich irgendwann mal, man stellt sich so einen Ursprungspunkt vor, angefangen hat, etwas zu wünschen. Und wenn es eine Handlung ist, dann bedarf diese Handlung auch einer bestimmten Zeit. Aber ich habe mir hier schon so viel gewünscht, dass der ein Wunsch nach dem anderen erstmal verwirklicht werden muss. Und was ich mir hier noch gewünscht habe, ist für mich dann hier nicht mehr interessant und hier wird es verwirklicht. Und dann sind es die sogenannten Schicksalsschläge oder Sachen, die ich nicht mehr haben will, aber die kommen trotzdem in sein Leben. Man muss das verstehen und so akzeptieren, ich habe es ja selber gewünscht und ja, im Grunde genommen bin ich selber schuld sozusagen dafür. Aber man kann es auch ablehnen, oder? Wenn es möglich ist. Ich meine, den Wunsch kann man ja auch nicht annehmen, sagt nee. Ich weiß nicht, ob er denn nach einiger Zeit wieder dann zu dir zurückkommt. Am besten ist es so, gar nichts wünschen. Weil wir haben die Yama-Prinzipien gelernt, Aparigraha. Nichts wünschen, nicht ansammeln, ihn da oben nicht die Verantwortung, sondern das Denken ihm überlassen. Weil wir sind nur die ausführenden Rolle, machen wir sozusagen. Und er da oben übernimmt die denkende Rolle. Er weiß besser als unser Vater, was für uns gut ist. Deshalb sollte man sich von Wünschen nach und nach loslösen. Es dürfen hin und wieder dürfen altruistische Wünsche sein. Genau, das ist auch sehr gut, ein Schamane, dass ich das erzähle. Ein Schamane war vor kurzem in Deutschland aus Altai. In ihrem Volk ist es so, man darf sich beim Gott, wenn sie irgendwelche Gebete sprechen oder den Vater oder die Natur ansprechen, man darf sich alles Mögliche wünschen, nur für die anderen. Ein Tabu ist für sich selber was wünschen. So ist es auch hier zu deuten, altruistische Wünsche anderer Menschen. Man bekommt dann auch diese Möglichkeit, damit zu arbeiten, für andere Menschen etwas zu tun. Und sobald der Wunsch egoistisch wird, ja, naja, entweder bekommt man den Wunsch nicht oder man bekommt den schon und muss dann dafür bezahlen, sozusagen. Und darauf kommen wir später am anderen Tag. Okay, Santosha, also diese innere Zufriedenheit, man kann sie sogar ja, praktizieren. Wenn man sich sagt, jetzt bin ich zufrieden, einfach weil ich da bin, sich über Kleinigkeiten freuen, sich über jede Sache freuen, die zu einem kommt und halt einfach zufrieden sein. Dann haben wir drittes, Tapas. Tapas ist hier so zu verstehen, das ist Konvertation von Energie, um Energie anzusammeln, aufzubauen,
muss ich mich in bestimmte, im guten Sinne verstandene Grenzen, ja nicht zwingen, sondern mir bestimmte Grenzen setzen, dass ich über die Grenzen nicht hinausgehe, heißt, sich von Bequemlichkeiten lösen, zum Beispiel sein weiches Sofa zu verkaufen, auf dem Boden zu schlafen, wäre auch Tapas. Seine 2 Stunden jemand zu spenden und ihm helfen beim Wohnung reparieren oder beim Auto reparieren, ich mache auch Tapas. Weil für mich wäre bequem, irgendwo auf der Couch zu liegen, aber ich nehme mich hoch, ich nehme mich zusammen und spende sozusagen meine Lebenskraft und meine Lebensenergie einem anderen Menschen. Das ist auch die Ansammlung von Tapas. Tapas ist auch als Hitze zu verstehen. Durch Yoga-Praktiken, durch Askesen kann man diesen Tapas in sich schaffen, diese Energie in sich schaffen. Und je mehr man davon hat, desto mehr kann man auch in seinem Leben verwirklichen. Sparsam damit umzugehen heißt es dafür, ich kann den Tapas für 10, sagen wir mal, kleine Sachen oder 10 kleine Leidenschaften verwenden und ist der Tapas verbrannt. Oder man sammelt den Tapas, so ähnlich auch wie man beim Fasten ihn sammelt und nicht verschwendet. Und dann kann ich den angesammelten Tapas wie beim Geldsparen für eine große Sache verwenden und etwas Großes dann umsetzen. Also je mehr Tapas ihr sammelt, desto besser. Also es kann dann, um es besser verständlich zu machen, es würde dann ausarten, dieses Tapas ansammeln, wenn ich zu jedem komme und sage, kann ich dir was helfen, kann ich dir das helfen, ich mache für dich das. Das dann nur aus dem Grund, um Tapas zu sammeln. Dann genau, das machst du im Tapas zu sammeln, aber für dein Ego, das würde ausarten. Also das ist dann Tapas im Tamas sozusagen, in der Gunne der Finsternis oder Unwissenheit. Und damit würde man nur Leute ärgern sozusagen. Man muss das so ein richtiges Feingefühl dafür verstehen, was angemessen ist oder Feingefühl dafür bekommen, was angemessen ist und was nicht angemessen ist. Und wenn mir jemand hilft, verliere ich etwas von meinem Tapas an diese Person sozusagen. Und André Werber, mein Yogalehrer, hat folgendes Beispiel gesagt. Es wäre besser einem Praktiker, dass die Oma ihm hilft, die Tasche über die Straße zu tragen, dass die Oma ein bisschen von seinem Tapas bekommt, weil die Oma hat ja selber kein Tapas, damit ihr jemand die Tasche über die Straße trägt, sozusagen. Dafür bekommen doch die Omas, die Enkelkinder. Darum nicht nur deshalb, weil wenn eine Oma dem Kind ein Eis kauft oder Bonbon schenkt oder andere Süßigkeiten, bekommt die Oma diese Lebensenergie von dem Kind. Das ist so ein Austausch. Und die Omas sind oft ja fast süchtig danach, den Kindern alles in den Mund zu stecken und die Kinder zu beschenken. Ja. Die spüren, die wissen diese Prinzipien nicht, aber die spüren das im Unterbewusstsein, dass es funktioniert. Aber das muss man dann lassen. Irgendwann sind auch wir alt und sind vielleicht auf die junge Kraft von jungen Menschen angewiesen. Aber noch wichtiger und ein erstes Thema ist es so, muss ich mich auch wieder jetzt zurückerinnern, wie das richtig erzählt wird, diese Geschichte. In einer Familie, angenommen, lebt Eltern und die Kinder und sie werden alle groß und wenn sie groß sind, geben die Kinder die Eltern zum Beispiel ins Altenheim ab und die Eltern wundern sich, warum. Und sagen, ich will ja bei euch leben, ich will, dass die Kinder, dass ihr euch um mich kümmert, ich habe euch hier aufgezogen, warum habt ihr mich ins Altenheim abgegeben? Und die Kinder sagen, ja, du hast ja, oder ihr habt ja eure Eltern auch ins Altenheim abgegeben. Und sie haben dann auch vollkommen recht, weil wie wir mit den alten Leuten umgehen, schaffen wir für uns entweder so oder so ein Karma, wie man mit uns dann umgehen wird, wenn wir alt sind. Also das müsste man auch betrachten und verstehen, wenn mit uns etwas passiert oder wenn sich keiner um uns dann später kümmert, heißt es in den meisten Fällen, dass wir uns selber auch um unsere Eltern nicht gekümmert sind und die Kinder können gar nichts dafür. Also ich denke, die haben auch recht, wenn sie das dann machen. Okay, dann haben wir Nummer 4. Svadhyaya. Eine Frage.
Und wenn die Eltern selber nicht wollen, dass die Kinder helfen und sie denken, ah nein, die Kinder in Ruhe lassen lieber. Ja, das, die Eltern können sich entscheiden. Also die Eltern haben sich, jeder Mensch hat die freie Entscheidung. Und wenn die Eltern, wenn die Eltern freiwillig ins Altenheim gehen, dann warum? Oder wenn die Eltern sagen, ich will mich um mich selber kümmern, ich will euch nicht zur Last fallen, das ist die Entscheidung der Eltern. Svadhyaya. Es ist auch so, nach dem Stammesverständnis oder Stammesprinzip, wer als Erster in die Matrix kommt, hat auch mehr Gewicht beim Wort oder bei einer Entscheidung. Zum Beispiel, das Wort vom Opa hat mehr Gewicht als das Wort vom Vater. Das Wort vom Vater hat mehr Gewicht als das Wort vom ältesten Sohn. Und das Wort vom ältesten Bruder hat mehr Gewicht als vom jungen Bruder. Also man müsste ständig auf den Älteren hören, war so das vedische Prinzip. Und bei den Kosaken war es so, dass der Vater den Sohn ausgepeitscht hat. Und wenn der Vater was verbrochen hat, dann hat der Opa den Vater ausgepeitscht. Das war ganz normal. Und der Uropa den Opa wahrscheinlich. Man hat sich ständig erzogen und es gibt ja keine Grenze dabei. Okay, beim Svadhyaya sehen wir die Silbe Sva, also himmlisch wieder oder der Himmel. Dhyaya bedeutet Erlernen oder Erkenntnis. Ein sehr wichtiges Prinzip im Yoga, um zu evolutionieren, um weiterzukommen, ist das Erlernen, ist die ständige Fortbildung. Svadhyaya bedeutet zum einen das Erlernen des eigenen Ichs, also auf die innere Suche zu gehen, zu sehen, zu erkennen, wer bin ich, was mache ich hier, warum bin ich hergekommen in diese Welt, um immer mehr Erfahrung über sich, über die Mitmenschen zu sammeln. Zum anderen bedeutet Svadhyaya, dass man die Bücher studiert, Bücher über Yoga, über gesunde Lebensweise, philosophische Bücher studiert, die Bücher über den Aufbau des Universums studiert, dass man versteht, in welcher Welt ich lebe und wie die Gesetze zusammenwirken, die Gesetze des Universums. Dass man sich halt mehr auskennt. So dieses Eigenstudium, Selbststudium heißt Svadhyaya. Ein sehr wichtiges Prinzip beim Niyama. Und das fünfte, das vielleicht wichtigste Prinzip heißt Ishvara. Pranidhana. Ishvara ist zu übersetzen als Gott oder als die oberste Person, als die oberste Gottheit, also diese Information trägt das Wort. In einer der Sutren steht, dass Ishvara ein Aspekt des Purusha ist. Also wenn der Purusha in die Prakriti eintaucht, was wir gestern gesprochen haben, teilt er sich in kleine Bewusstsein auf, also jeder von uns ist so ein kleines Bewusstsein dieses übergeordneten Purusha. Und Ishvara ist auch ein übergeordneter Aspekt, ist die oberste Gottheit sozusagen. Und weil hier das Esh oder She und We auch mit eingebunden ist, heißt es, es ist ein Aspekt vom Shiva auch. Also das hat mit Shiva auch was zu tun. Shiva und Ishvara ist zusammen zu verstehen und als eine Einheit zu verstehen. Pranidhana heißt zum ersten Hingebung, dass wie wir es hier oben gesagt haben, ich vertraue meinem Vater da oben und man lebt so in der Hingebung zu ihm und steht jeden Morgen mit dem Leitspruch auf, es möge dein Wille geschehen, aber nicht mein, sozusagen. Man richtet sich nach seinem Willen, wenn man den lehrt, diesen Willen zu hören oder zu verstehen. Und nicht nach dem Willen, dem einen das Ego oder die Meinung aus dem Fernsehen oder die Meinung der Gesellschaft vorschreibt. Das ist auch eine sehr wichtige Praxis und Praktik, dass man
mit ihm, ja grob gesagt, unter einem Hut steckt oder in seiner Innentasche lebt und von ihm bewahrt und beschützt wird dadurch, sozusagen. Ihn als seinen Oberhaupt oder als seinen Führer anerkennt, als seinen Ursprung anerkennt und mit ihm zusammenarbeitet sozusagen oder kooperiert. Das ist zum einen Ishvara Pranidhana. Zum anderen ist es, dass man alle angesammelte Energie, seine angesammelte Erkenntnis und alles andere, was man hat, ihm anbietet, zum Beispiel in der Form, dass man anderen Menschen dient, weil andere Menschen sind ja auch die Verwirklichung des Urvaters und alles Gute, alles Positive an seine Umgebung, an die Gesellschaft abgibt. Also Ishvara Pranidhana ist auch mit dem Bhakti-Yoga gleichzusetzen, Yoga des Dienstes oder Yoga der kosmischen, allumfänglichen Liebe und halt des Dienens. Genau. Ishvara Pranidhana. Das ist die letzte Niyama und das ist dann schon der Übergang in ein so mehr oder weniger Yoga auf erwachsene Art und Weise, wie es heißt. Yoga nach den Prinzipien, wie sie früher vorgeschrieben wurden. Dieses Prinzip ist ähnlich wie das Prinzip im Mahayana-Buddhismus, das Prinzip der Bodhisattvas, die durch verschiedene Welten reisen, beziehungsweise in verschiedenen Welten wiedergeboren werden, um anderen Lebewesen zu helfen, die eben diese Hilfe, die es würdig sind, sich helfen zu lassen oder sich zu helfen. Es gibt eine kleine Geschichte auch, der Anfang von Buddha oder wie er angefangen hat, Buddha zu sein und sich auf den Buddha-Weg gestellt hat, habe ich mal gehört. Viele von uns waren ja auch, die meisten, wir bereisen ja viele Welten und es geht immer ein Auf und Ab, wenn wir hier die Erde haben. Das ist die Welt der Götter, das ist die Dämonenwelt. Und die Seele oder die Jivatma, die reinkarniert, rauf und runter ständig, ist immer so ein Auf und Ab. Und jeder von uns war zumindest einmal oder mehrere Mal in den untersten Unterwelten. Auch diese Jivatma, die wir jetzt als Buddha oder die Person, die wir als Buddha nennen. Und in dieser Unterwelt mussten sie irgendwelche Wagen schieben oder das kann man sich so vorstellen wie ein Bergwerk, dass man diese auf Schienen irgendwelche Wagen schieben muss, was weiß ich, schwere und man wird dort von Dämonen ausgepeitscht und ein Peitschenhieb bringt einen Menschen um. Und Buddha musste mit seinem Partner diesen Wagen ständig schieben und der Partner wurde durch den Peitschenhieb immer umgebracht, wiedergeboren, umgebracht, wiedergeboren. Und irgendwie ist es dann so gekommen, dass er Mitleid mit dieser Person bekommen hat und hat ihm geholfen, irgendwie mit diesem Wagen. Und so hat er sich auf den Weg der Hilfe der anderen gestellt und hat angefangen, andere Leute zu befreien und anderen Leuten zu dienen, zu helfen. Entweder hat er sich für ihn umbringen lassen oder hat ihm geholfen, diesen Wagen zu schieben. Auf jeden Fall hat er dort in der Unterwelt das erste Mal einem anderen Lebewesen Hilfe erwiesen. Und ist eigentlich der sicherste und schnellste Weg nach draußen wieder. Wenn man hier oben ist, genießt man diese Götterwelten, verschwendet man sein Tapas sozusagen. Und wenn der Tapas aus ist, fällt man wieder tiefer runter. Und für die Evolution ist diese Welt, sagt der Buddhismus, am besten geeignet, weil hier das Gute und Böse im Gleichgewicht ist. Da oben hat man keine Zeit, um Yoga zu praktizieren. Da muss man feiern, genießen und alles. Genau, schöne Frauen, schöne Männer, alles ist gut und göttlich. Und da unten hat man auch keine Zeit zum Praktizieren, weil da wird man ständig ausgepeitscht und gebraten, grob gesagt. Und nur hier in dieser Welt, weil man versteht, die da oben, also das ist die Halbgötterwelt zu verstehen, das ist nicht die Welt des Schöpfers. Schöpfer ist übergeordnet. Die Götter und Halbgötter
sehen diese Welten nicht und denken nicht daran, wissen nicht, wie es sein kann. Und viele Seelen, die von da unten gerade mal herauskommen und im Unterbewusstsein wissen, dass man tatsächlich sehr viel abbekommen kann dort, dass es dort nicht sehr schön ist, das sind die Leute, die mit allen Kräften sich weiterentwickeln und nach oben, soll ich sagen, klettern und klettern im Leben und alles dafür verwenden. Es ist für diese Leute auch sehr schwer, wie es sehr schwer ist, einen Berg zu ersteigen. Diese Leute haben es auch mit Schwierigkeiten zu tun im Leben, aber sie geben trotzdem nicht auf, weil sie nicht zurückfallen wollen. Dann gibt es solche Seelen, die im Leben alles bekommen, 10 Autos und 10 Villas und 10 Häuser und müssen nichts dafür tun. Diese Sachen bekommen sie nur dadurch, weil sie noch übriges Tapas haben und weil der Weg für sie schon vorbestimmt ist, nimmt man ihnen so schneller den Tapas weg. Dadurch, dass sie jetzt Reichtümer bekommen und ohne Arbeiten zu vielen, vielen großen Sachen kommen, von den anderen träumen, wenn sie diesen Tapas hier verschwendet haben, fallen sie wieder runter. Es ist für sie auch immer sehr leicht im Leben, weil mit dem Schlitten runter zu rutschen ist es auch sehr leicht. Und sie rutschen in diese Welten runter, bis sie da unten dann verstehen, das Bewusstsein sich ändert und sie anfangen wieder daraus zu klettern. Das ist so dieser ewige Kreislauf, den man Samsara nennt, der ewige Kreislauf von Leben und Tod. Und dann gibt es diese Bodhisattvas oder Buddhas und könnte verstehen, dass sie in einer übergeordneten Welt leben und existieren und wissen, dass es da unten den Leuten sehr schlecht geht. Und man könnte mit bestimmten Sachen, Wörtern oder Ratschlägen den Menschen helfen und inkarnieren in diese Welten, obwohl sie es gar nicht müssten. Zum Beispiel die Sutra von Bodhisattva Kshitagarbha. Vor seinem Leben als Bodhisattva war es ein Mädchen. Von dem Mädchen ist die Mama gestorben. Und das Mädchen hat die Götter dann gefragt, wo die Mama denn hingegangen ist. Und die Antwort ist folgende gewesen, dass die Mama in die Unterwelt gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, und sie jetzt eine Zeit dort verbringen muss. Und dort ist es nicht sehr schön. Das Mädchen hat einen sehr, sehr starken Wunsch gehabt, ihrer Mama zu helfen. So einen starken Wunsch, dass ihr die Möglichkeit gegeben wurde, nach unten zu reinkarnieren und die Mama von da unten rauszuziehen. Weil sie dann unten gesehen hat, dass es nicht nur ihrer Mama, sondern vielen anderen Seelen auch sehr schlecht geht und die dort sehr leiden, hat diese Seele, also dieses Mädchen, dann diesen Spruch oder Eid geleistet. Also dann ist sie zum Bodhisattva geworden, dass sie in die Götterwelt nicht zurückkehrt, beziehungsweise die Götterwelt nicht erreichen möchte, bis sie allen da unten geholfen hat. Und so bereist dieser Bodhisattva die Unterwelten, um eben den Menschen und den Seelen in der Unterwelten zu helfen. Es hängt alles vom Bewusstsein ab, ihr Bewusstsein zu verändern. Man kann das so auch vorstellen, dass das Evangelium von Nikodemus, wo Jesus in die Unterwelt gereist ist, Nikodemus, glaube ich, heißt. Auf alle Fälle lohnt es sich dafür noch, die Mission von Jesus zu erzählen. Im Evangelium, es gehört zu den Apokryphen, aus den Gründen, die ihr vielleicht auch euch erahnen könnt. Im Evangelium von Nikodemus ist beschrieben, warum Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist. Die Vorgeschichte war so, dass auch im Alten Testament gesprochen wird. Es sind ja zwei Schüler gewesen, die dann auf diese Welt kommen. Im Grunde genommen war es so, dass von Adam und Eva ab ihr Stamm so viel Sünden begangen hat, weil sie hier auch künstlich geschaffen wurden, beziehungsweise durch interplanetare Wesen geklont wurden. Hat ihr Stamm so viel schwere Sünden begangen, dass sie so weit in die Unterwelt gefallen sind, durch ihre schwere Last der Sünden, wo es, weil auf unserer Erde, das kann man vielleicht mit Kanalisation bezeichnen, und es gibt bestimmte Kanalarbeit. Diese Wesen, die da unten alle auspeitschen, beziehungsweise von der unreinen Energie leben, die an den feinstofflichen Körpern kleben, diese unreine Energie des Karma. Und sie fressen dort die Energie, die Seele wird leicht und springt wie ein Wasserkorken wieder an die Wasseroberfläche, beziehungsweise in die helleren Spektralwelten, wo sie dann sozusagen
wie auf einer Kur ist, erholt sich die Seele, dann reinkarniert sie wieder. Auf alle Fälle ist der Stamm von Adam und Eva so weit runtergefallen, weil die Last eben so schwer war, dass es da unten keine Arbeiter gab oder keine Wesen gab, die sie reinigen konnten. Und nach wurde es dort immer voller, bis jetzt ein sozusagen Kanalreiniger, ja, Sanitäter kommen müsste, um das zu reinigen. Weil offensichtlich haben die hellen Kräfte oder die hellen Wesen gesagt, ihr da unten habt unsere Kanalisation verunreinigt, ihr müsst jetzt einen Arbeiter darunter schicken, der alles sauber macht. Und drum musste Jesus auf die Erde kommen, er hat ja zu diesem Stamm auch gehört. Er hat ja auch gesagt, ich bin gekommen, um zu retten die verlorenen Schafe des Haus Israel und nicht die Samariter oder die Samarier, die nördliche gelebt haben. Und er hat zu seinen Jüngern auch gesagt, geht nicht in den Norden, weil nicht die gesunden Leute brauchen Medizin, sondern die kranken Leute brauchen die Medizin. Sind sie aber trotzdem nach Norden gegangen, das ist eine andere Geschichte, und haben ihre Religion überall ausgebreitet. Er hat aber selber gesagt, er ist nur für bestimmte Leute hergekommen. Und im Evangelium von Nikodemus wird das weiter so beschrieben, als Jesus da unten nach seinem Tod oder in den 3 Tagen nach der Kreuzigung, wo er herabgestiegen ist, hatte alle seine Vorfahren vom Adam und Eva beginnen bis zu der heutigen Zeit, waren sie da ganz unten und waren in einem sehr traurigen Zustand dort. Traurig in dem Sinne, dass ihr Bewusstsein so betrübt war, dass sie auch keinen Ausweg von da unten gesehen oder gewusst haben. Und Jesus hat unten dann mit ihnen offensichtlich ein, ja, in unserem Sinne zu verstehen eine Predigt gehalten, hat ihr Bewusstsein verändert und hat sie von dort rausgeholt. Offensichtlich. So schreiben die Evangelien. So ist es zu verstehen, wie die Unterwelten funktionieren und die feinstoffliche Welt funktioniert. Und eins der Gründe, warum Jesus da war. Er hat auch die, oder wollte, er war dafür ausgebildet, die objektiven Gesetze des Universums zu unterrichten. Und er hat mit dem Gesetz der Liebe angefangen und hat gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und weil er den Mund aufgemacht sozusagen, hat man ihn umgebracht dafür. Weil die Wahrheit soll ja keiner mitbekommen und keiner wissen. Und dass er dann darunter geht, das war natürlich auch dann vorbestimmt für ihn, dass er halt seine Spaßarbeit, also in der Ukraine nennt man ihn Spaß, Spaß heißt einfach Rettung oder Erretten. Also Jesus wird als Spaß bezeichnet und solche Spaß oder Spassi waren den Veden oder bestimmten Schriften nach öfter auf die Erde gekommen, um halt Menschheit zu retten oder die Menschen zu befreien oder hinter sich herzuführen. Es waren hervorragende, sage ich mal, Persönlichkeiten, die ganze Völker, ganze Länder hinter sich hergeführt haben, im Bewusstsein, halt aus dem Tamas, aus der bewusstseinstrübenden Dunkelheit, mehr ins Licht geführt haben. Also so Missionäre sozusagen. Ja. Ich habe eine Frage. Jesus, ja, war diese Kreuzigung eigentlich eine Askese für ihn, um Tapas zusammen darunter zu kommen? Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, er musste sein letztes Karma so verbrennen, durch diese Leiden, weil vielleicht, beziehungsweise jeder von uns war ja hier oben und hier unten und hat bestimmte Taten, gute und schlechte, begangen. Deshalb kann es auch sein, dass mit Heiligen etwas Schlimmes passiert, dass sie dann ihr letztes Karma so verbrennen und dann tatsächlich die Heiligkeit erreichen. Es gab von Milarepa einen Vorfall, wo er in einer Höhle meditiert hat und bestimmte Geldeintreiber oder Räuber, sie haben ihn dort gefunden, meditierend, und haben ihn ausgelacht, wollten ihn ausrauben, und weil er gesagt hat, ich habe nichts, haben sie ihn mehrere Mal genommen und auf die Erde geschmissen und weiterhin ausgelacht. Er hat sich aber nichts gewehrt und gegen die auch nichts gemacht. Und so haben sie sein letztes negatives Karma auf sich genommen. Und danach hat er einen bestimmten Status in der Meditation, in seiner Entwicklung, einen bestimmten Status erreicht. Das war für ihn so eine Reinigung. Man könnte das auch so mit dem Jesus verstehen, dass die Kreuzigung für ihn auch bestimmte, es hat zu dem ganzen Spiel, hat das dazugehört, als seine Reinigung. Okay, wir schließen hier ab.
mit diesen Worten. Also Yama und Niyama gilt für alle zu beherzigen. Zum einen kommt ihr schneller voran, richtiger voran, unbeschadet für euch und für eure Außenwelt. Diese Linien, wenn ihr einhält. Und wie gesagt, es gibt hier keine Grenze. Je mehr man es am Anfang, fängt es bei groben Sachen an. Zum Beispiel, wenn wir Ahimsa nehmen beim Yama. Ich töte keine Tiere. Natürlich verstehe ich das gleich, wenn es um Tiere geht. Danach geht es um kleinere Lebewesen, Mücken und irgendwelche Würmer. Soll ich sie töten, soll ich sie nicht töten? Danach werden die Situationen immer feiner und immer, wie soll man sagen, man könnte sich dann jahrelang darüber streiten. Ist es Ahimsa, ist es nicht Ahimsa, wie verhalte ich mich richtig? Man muss zum einen die Situation nachurteilen und sich benehmen, weil jede Situation ist anders. Und wie gesagt, mit der Zeit werden sie immer, wie soll man sagen, feiner und feinfühliger. Man muss dann mehr Geist beweisen, mehr intellektuelle Kraft beweisen, wie man sich dann verhält. So oder so. Also. Okay, haben wir heute wieder über viel gesprochen. Ich hoffe, das ist angekommen, die Sachen, die ich euch vermitteln wollte. Wir beenden hier und dann haben wir eine kleine Pause und es geht mit Hatha Yoga weiter.